Einen wunderschönen guten Abend zusammen im Schwarzen Pferd zum ersten Supporters Hockey Talk der Saison 2017-2018. Ich darf begrüßen Matthias Roos, der Geschäftsführer der Krefeld Pinguine Eishockey GmbH. Dann haben wir Maximilian Faber, den Krefeld Pinguine Spieler, und Tom Schmitz. Marion Basani lässt sich heute leider entschuldigen, aus freudigen Gründen allerdings. Er hat Nachwuchs bekommen. Ich denke, da kann man ihn das auch nachsehen, dass er dann heute nicht mit dabei sein wird. Dann freuen wir uns, dass wir heute anfangen können. Dann machen wir gleich mal mit dir den Start. Matthias Roos, in der vergangenen Saison zu den Krefeld Pinguinen gekommen und relativ schnell einarbeiten müssen. Jetzt hast du einen fulminanten Start eigentlich hingelegt. Bist vom sportlichen Leiter sozusagen, Geschäftsstellenleiter und nun Geschäftsführer der Krefeld Pinguine GmbH. Nicht, dass du jetzt nächste Saison auch noch die Pinguine komplett übernimmst? Guten Abend zusammen. Nee, ja, habe ich sicherlich nicht vor. Geschäftsführer bin ich auch noch nicht, sondern noch ist Carsten Krippner Geschäftsführer bis zum 31. Juli. Aber ist schon richtig. Am 1. November bin ich in Krefeld angekommen. Und da waren natürlich erstmal schwierige Zeiten, auch dann der Trainerwechsel dann im Dezember. Und dass Carsten Krippner jetzt als Geschäftsführer aufgehört hat, war sicherlich für uns alle überraschend. Und das weiß ich auch sehr bedauern, denn ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet und hätte es auch gern weiterhin gemacht. Die Krefeld Pinguine sind ja Traditionsverein in der deutschen Eishockeyliga und haben in den letzten zwei Jahren ein bisschen eine schwierige Situation gehabt. Wir haben jetzt eine lange Sommerpause vor uns gehabt, oder hinter uns gehabt, sagen wir es mal so, jetzt geht die Eiszeit ja wieder los quasi. Was hast du in der Zwischenzeit so erlebt? Wie ist die Stimmung gewesen, jetzt vor allem in der Sommerpause? Ich glaube, letztes Jahr kam dann nochmal irgendwann ein Punkt erreicht, wo wir dann, glaube ich, alle froh waren, dass die schwierige Saison vorbei war. Und jetzt ist auf jeden Fall eine Aufbruchstimmung da, es ist eine Vorfreude da. Der Kader hat sich verändert und ich denke, dass das auf jeden Fall einiges machbar ist. Aber insgesamt muss man einfach auch sehen, dass sich ja, gewisse Komponenten in den letzten Jahren verändert haben. Wenn man jetzt zurückschaut in die Zeit am Anfang von Ricardo Ono, wo die ersten zwei, drei Jahre Krefeld gewesen ist, da sind ja auch tolle Platzierungen bei rausgekommen. War, glaube ich, in der Vorrunde Zweiter, Dritter, Halbfinalteilnahmen, Viertelfinalteilnahmen. Das war allerdings auch irgendwo ein Zeitpunkt, wo der Unterschied zwischen den Top-Teams zu den schwächsten Teams, was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, 1 zu 2,2 war im Verhältnis. Sprich, die Top-Teams hatten 2,2 mal das an Budget zur Verfügung als eben die schwächeren Teams. Mittlerweile ist das auf 1 zu 4 angestiegen und daher wird es auch immer schwerer, einfach dann die Größeren ärgern zu können. Und somit muss man einfach auch ganz klar festhalten, mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, zählen wir zu den drei schwachen Teams in der Liga. Deswegen muss bei uns schon alles passen, um in die Playoffs zu kommen. Und der ein oder andere muss eben eine schlechte Saison hinlegen. Und deswegen, wie gesagt, es ist, also ich denke, wir freuen uns alle auf die Saison. Es ist einiges möglich. Man muss aber auch einfach realistisch sein, was eben machbar ist und was eben nicht machbar ist. Du sagst, das Verhältnis von 1 zu 2,2, mittlerweile 1 von, zu 4 angestiegen. Wie siehst du überhaupt so die Entwicklung dann, wenn man jetzt mal sieht, dass die Entwicklung quasi verdoppelt hat von den Etats her? Ich meine, die ganzen großen Top-Clubs, klar, gar keine Frage, da brauchen wir auch nicht anklopfen und zu konkurrieren. Da muss man schon extremes Glück haben und da muss einfach alles passen innerhalb der Mannschaft. Ihr habt jetzt eine Mannschaft zusammengestellt, die über, ich sag mal, viele No-Name-Spieler verfügen, abgesehen, wenn wir jetzt natürlich Marcel Müller nehmen oder Daniel Getter oder auch Schimanski, gar keine Frage. Aber sonst habt ihr Spieler verpflichtet, die man, ich sag mal, als DEL-Club nicht unbedingt so auf dem Radar hat. Das ist richtig. Wir haben uns lange überlegt, was der richtige Ansatz ist für diese Saison. Letzte Saison hat man versucht, ältere Spieler wie Marco Rosa oder Tim Hembly zu holen, auch einen Kai Klubertanz, die wir gut kannten, die auch schon tolle Jahre gespielt haben. Aber die konnten dann doch nicht mehr ganz so an diese Top-Leistung anknüpfen, die sie eben zuvor schon mal hingelegt hatten. Ohne dass das jetzt im Vorwurf jetzt an die drei Spieler sein soll, wie die letzte Saison verlaufen ist. So, dann war der Ansatz, okay, holen wir junge Spieler direkt aus den USA. Dann ist das Risiko, dass sie eben die größere Eisfläche noch nicht kennen, das Eishockey in Europa noch nicht, erstmal hier klarkommen müssen. Oder holen wir Spieler, die zumindest die große Eisfläche kennen, wo das Risiko dann dahingehend begrenzt ist, dass sie sich eben da nicht erstmal dran gewöhnen müssen. Und das war so die Grundüberlegung.
Und unterm Strich denke ich, dass wir mit zwei norwegischen Nationalspielern, einem französischen Nationalspieler, haben wir das sehr gut gelöst. Und auch ein Justin Fese, der 4 Jahre lang in Olten sehr gut gespielt hat, wird uns definitiv auch weiterhelfen. Aber das war einfach, das war so das Gedankenspiel, welchen Weg man dann einschlagen möchte. Die Entwicklung der deutschen Eishockey-Liga. Das ist eine schwierige Situation. Jetzt haben wir ja jetzt auch wieder die Diskussion mit Auf- und Abstieg, Befangenheitsanträge. Aufstieg 17-18 ist wieder nach hinten verschoben worden. Und es ist immer wieder so ein negatives Auf und Ab, was diese Thematik angeht. Aber brauchen wir den Aufstieg eigentlich nicht, beziehungsweise den Auf- und Abstieg, wenn man diese Entwicklung sieht, dass man als Traditionsverein, ich meine, für Tradition kann man sich heutzutage leider nichts mehr kaufen, schießt da leider keine Tore mehr. Aber wenn man das mal so sieht, dass die Entwicklung doch dramatisch ist, die finanzielle vor allem, würde es dann nicht Sinn machen, eine Bereinigung stattfinden zu lassen, um dafür zu sorgen, dass die Clubs, die DEL-Clubs, sich vielleicht nochmal akklimatisieren können, wenn sie an der Liga runtergehen? Ich bin grundsätzlich ein Freund von Auf- und Abstieg, weil es ist, in Europa ist es nun mal so, ob das Fußball, Eishockey, Handball, überall ist, wir haben immer Auf- und Abstieg. Es ist nicht so wie in Nordamerika, dass die Ligen zu sind. Und deswegen bin ich definitiv ein Freund davon, wohl wissend, dass wir dann letztes Jahr abgestiegen werden. Ich glaube auch immer, dass ein Abstieg irgendwo eine große Chance ist. Wenn man dann eine Liga tiefer eben mit dem Budget, was man da oben mitspielen kann, kann man einfach wieder neu aufbauen und das Ding in die richtigen Wege lenken. Außerdem glaube ich auch, dass wenn es dann eben nicht so läuft und das Ziel Playoffs aus den Augen verloren wird, dass es für Zuschauer immer noch interessant ist, wenn es um den Klassenerhalt geht. Und ich glaube, so Play-Down-Serien, da kann das Stadion dann auch voll sein. Und auch das wird Clubs wiederum wirtschaftlich helfen. Und aber ich denke, in Deutschland, in Europa, im Sport brauchen wir Auf- und Abstieg. Das war schon ein gutes Statement diesbezüglich. Wenn du jetzt mal so siehst, Auf- und Abstieg, wenn es diese Regelung in der DEL geben würde, für einen Standort wie Krefeld, wäre das aus aktueller Sicht überhaupt machbar? Würde der Standort finanziell überleben können, auch in der DEL 2? Weißt du das? Hast du dir schon einen Überblick darüber machen können? Also ich bin davon überzeugt, dass der Standard ein, zwei Spielzeiten sicherlich auch in der DL2 überleben wird. Ist es dann natürlich klar, wenn man runtergeht und dann nicht gleich oben mitspielt, dann wird es ganz schwer. Weil dann ist die Enttäuschung wird ja für die Zuschauer immer größer, für die Sponsoren genauso. Dann kann sich schon eine extreme Abwärtsspirale entwickeln. Aber ich kenne jetzt ja auch die Budgets, die jetzt DL2-Clubs haben. Da müssen wir uns mit unserem Budget hier jetzt nicht verstecken. Aber für DL-Verhältnisse zählen wir eben zu den Kleinen. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn dann ein Club eben mal runter muss, wenn man das richtig macht, wenn man die richtigen Lehren zieht, Mannschaft richtig zusammenstellt, das dann neu aufbaut, dann kann das wieder ein sehr guter Start sein. Und diese Aufstiegs-Euphorie, die hat auch Bremerhaven gezeigt letzte Saison. Die Mannschaft war qualitativ nicht so gut, dass sie unter die ersten 10 hätte kommen sollen. Aber die haben eben eine gewisse Euphorie reingekriegt. Was auch die Augsburger geschafft haben, auch die hatte niemand auf Platz 6 gesehen. Aber sie haben einfach halt Spiele gewonnen, die man normalerweise nicht gewinnt. Dann war einfach eine extreme Euphorie in der Mannschaft. Der Druck war vor allem nicht da, den die Teams hatten, die eben unterm Strich hingen. Und dann gewinnt man Spiele, die man eigentlich nicht gewinnt und legt dann eben eine sehr gute Saison hin. Aber es ist wichtig, dass es diesen Ausrutscher auch nach oben gibt von den kleinen Mannschaften, damit man eben sieht, okay, vielleicht ist es nächstes Jahr Krefeld. Wie kriegt man so eine Stimmung hin innerhalb der Teams? Man braucht definitiv die richtigen Charaktere. Es ist aber auch immer irgendwo ein bisschen Glück. Man muss einfach, ich glaube letztes Jahr das erste Spiel ist gegen Mannheim 4-3 gewonnen worden zu Hause. Da war dann wahrscheinlich eine riesen Euphorie da. Man hat sich bestätigt gefühlt, weil viele gesagt haben, das sei die beste Krefelder Mannschaft seit Jahren. So, dann gab es, glaube ich, ein Auswärtsspiel in Augsburg am zweiten Spieltag, was in der Verlängerung dann, glaube ich, verloren worden ist. Spiel 3 war in Köln, hat man eigentlich wirklich gut gespielt, ist knapp verloren. Und dann war, glaube ich, das vierte Spiel zu Hause, ich weiß nicht mehr gegen wen, das war dann so eine Art Knackpunkt, das ist dann verloren worden. Und dann war so diese erste positive Euphorie weg. Also es gehört schon aber irgendwo ein bisschen Glück dazu, aber es muss insgesamt stimmen und letztlich die Mannschaft steht auf dem Eis und spielt. Und natürlich hat ein Trainer einen Einfluss, ist ein Sportdirektor verantwortlich für die Mannschaftszusammenstellung, aber es ist die Mannschaft, die auf dem Eis steht und die müssen zusammenhalten. Und ich weiß nicht, ob das letzte Saison immer der Fall gewesen ist. Wir starten ja in die Saison mit relativ vielen Heimspielen gleich zu Beginn. Letzte Saison hat man ja ein bisschen die Schwierigkeiten gehabt, zu Hause Punkte zu holen. Aber wenn wir das dieses Jahr umreißen könnten, dass wir zumindest
zu Hause mehr Punkte holen als in der vergangenen Saison, könnte das Ergebnis etwas positiver werden. Aber jetzt die Angst innerhalb der Organisation da, dass man sagt, okay, man hat gleich München, Augsburg vor der Brust, sind ja auch zwei Teams, die man vielleicht nicht unterschätzen sollte, Augsburg vielleicht etwas weniger als München, aber wenn man dann im ersten Wochenende Pech hat und man holt vielleicht nur zwei Punkte oder vielleicht auch gar keinen Punkt, und dass man dann wieder so in diese Spirale kommt, dass die Stimmung wieder umschlägt, auch innerhalb der Fans zum Beispiel? Das ist ein Szenario, was ich jetzt hier nicht ausschließen würde. Aber Angst hat davor sicherlich keiner. Ich denke, wir sind alle froh, vor allem auch die Spieler, die haben sehr hart gearbeitet jetzt im Sommer über. Die freuen sich, wenn es jetzt aufs Eis geht. Und ich glaube, wir alle sind froh, das ganze Umfeld, Fans, Sponsoren, jeder, wenn es dann wieder losgeht, wenn dann wirklich dann die ersten Meisterschaftsspiele aus sind. Und im Endeffekt ist mir eigentlich egal. Wir müssen gegen alle Mannschaften zweimal zu Hause, zweimal auswärts spielen. So, jetzt haben wir das eben am Anfang so, dass wir fünf Heimspieler mussten in den ersten sechs spielen. Warum soll man nicht die ersten beiden Spiele zu Hause gewinnen? Dann haben wir positive Euphorie. Das kann genauso passieren. Und es ist in der Vergangenheit extrem schwer gewesen, in Krefeld zu gewinnen. Das haben jahrelang sämtliche Mannschaften gesagt. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass es für Mannschaften verdammt schwer wird, in Krefeld zu gewinnen. Und wenn eine Mannschaft einfach ein bisschen mehr Glück hat oder einfach ein bisschen besser ist an einem Tag, dann braucht man eine Mannschaft auf dem Eis, die sich zumindest über 60 Minuten zerreißt und auch entsprechend wehrt. Und dann muss ich mir auch mal prügeln zwischendurch, wenn mein Checkknaller zu Ende fahren. Da muss ich mir ein bisschen Emotionen reinkriegen. Und das war mir letztes Jahr teilweise einfach zu wenig. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass, boah, jetzt liegen wir wieder 2-1 hinten oder 3-1. Und dieses Aufbauen hat mir einfach gefehlt. Also nicht immer, aber in manchen Phasen war das für mich nicht da. Vielleicht ein bisschen mehr spektakuläre Aktionen mit reinbringen ins Spiel. Vielleicht auch mal so einen Tough Guy holen, der nur für solche Aufgaben kommt. Wie sieht es denn aus an der Sponsorenfront bei den Krefeld Pinguinen? Wie ist denn so das Feedback aus der Akquise und bis jetzt vom Saisonende bis jetzt gewesen? Ist natürlich auch für den Vertrieb bei uns eine undankbare Aufgabe. Man war vor zwei Jahren 13. Letztes Jahr war man Letzter. Wenn man einen Großteil der Heimspiele gewinnt, hat man zumindest dann das positive Feedback, dass die Leute in der Mehrzahl der Spiele mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Letztes Jahr war es aber so, dass wir mehr Auswärtsspiele als Heimspiele gewonnen haben und dann auch Letzter geworden sind. Das macht es natürlich nicht einfacher. Andererseits ist es aber auch ein Zusammenspiel. Ist man sportlich erfolgreich, ist es einfacher, Sponsoren anzuwerben, Werbepartner zu finden. Andererseits hat man mehr Werbepartner, hat man mehr Geld für eine gute Mannschaft zusammen. Es ist keine einfache Situation gewesen, aber ich habe sicherlich das Gefühl, dass auf jeden Fall ein Zusammenrücken da ist, sowohl auf Seiten der Werbepartner als auch der Mannschaft und den Fans. Und das gilt es einfach jetzt dann mit einem guten Saisonstart dann auch zu bestätigen. Du hast ja auch schon die Erfahrung aus diversen anderen Teams. Wie ist der Unterschied zu anderen Standorten? Nehmen wir mal beispielsweise Bad Nauheim, das ist ja auch ein relativ kleiner Ort und ist ja auch eine große Eishockey-Familie, die halten ja relativ gut zusammen. Was ist der Unterschied zwischen so einem Standort und Krefeld? Also Bad Nauheim ist so eine Mentalität, das kleine gallische Dorf irgendwo zwischen Frankfurt und Kassel, was halt dann die Großen sind. Und entsprechend wichtig sind natürlich dann auch die Derbys, vor allem wenn die auch gewonnen werden, speziell in Frankfurt. Das ist immer eine ganz tolle Sache gewesen. Krefeld ist sicherlich ein deutlich größerer Standort als das jetzt Bad Nauheim ist. Es sind beides traditionsreiche Standorte, aber es sind sicherlich andere Voraussetzungen. Da in Krefeld hat man drei Eishallen, beziehungsweise jetzt sind es noch zwei im Moment. In Bad Nauheim ist eine da. Das Nachwuchsprogramm ist in Krefeld über Jahrzehnte herausragend gewesen. Es gibt in Bad Nauheim sicherlich noch Defizite, wird aufgearbeitet. Deswegen, so ganz vergleichen kann man es jetzt nicht. Es ist aber die Aufgabe an sich. Bad Nauheim ist vom Gesamtbudget sicherlich kein Top-Team jetzt in der DL2. In den Jahren zuvor, wo ich in Duisburg und in Herne war, da war man eigentlich auch nie mit einem Top-Budget ausgestattet. Das ist schon auch irgendwo eine Herausforderung, dann die Großen zu ärgern. Und ich bin mir sicher, dass wir das nächstes auch wieder machen werden. Du hast schon das nächste Thema angesprochen, nämlich die Eisflächen in Krefeld. Wir verfügen über drei Eisflächen. Es gibt Diskussionen und Planungen über Sanierung, Neubau. Man will sich ja noch ein bisschen beraten. Das wird sicherlich noch ein Thema werden, was langfristig ist. Aber Fakt ist ja, die Rittberger Halle ist ja nach wie vor zu. Ist ja auch schwierig für den Nachwuchs, auch für das Thema 5-Sterne-Programm, was für die Pinguine am Ende ja auch Konsequenzen hat, wenn Sterne wegfallen. Wie ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge? Was kann man heute schon sagen? Stand der Dinge ist, dass ich persönlich im aktuellen Stand sicherlich nicht zufrieden bin. Man hat
letztes Jahr im Oktober war das, glaube ich, hat man festgestellt, oder im September, dass, dass in der Rittberger Halle kein Eis aufbereitet werden kann. In meinen Augen hat es zu lang gedauert, bis man einfach dieses Gutachten jetzt fertig hatte. Andererseits war für mich dieses Gutachten jetzt auch nicht kriegsentscheidend, weil jedem war klar, dass am Ende von dem Gutachten stehen wird, entweder Sanierung oder Neubau. Und beides ist mit einem entsprechenden Millionenbetrag verbunden, ob das jetzt 14 Millionen sind oder 20 oder 22 Millionen. Klar macht es Unterschied, aber es ist unterm Strich nicht entscheidend, weil meine Informationen zufolge die Stadt Krefeld das eben aus eigener Kraft nicht leisten kann, ob es 14 Millionen sind oder 25. So, und es sind alles Dinge, Lösungen, das sind langfristige Lösungen. Das dauert 4, 5, 6 Jahre. Und eigentlich muss man sich darüber Gedanken machen, was jetzt ist. Wie kann es Krefelder Eishockey die nächsten 2 Jahre überleben, die nächste Saison? Und da rede ich jetzt nicht nur vom Eishockey, das geht genauso um den Eiskunstlauf, um sämtlichen Eissport, der jetzt hier in Krefeld betrieben wird. Weil die beiden Eisflächen sind notwendig. Andernfalls fällt aus Eiskunstlauf von Leistungssport auf Breitensport. Und dann wird auch irgendwann aus Profisport Amateursport und dann macht das Ganze keinen Sinn. Also es muss nächste Saison eine zweite Eisfläche geben, damit diese 5 Sterne unter anderem für den KfV 81 erreicht werden können. Darauf basiert kriegt der KfV 81 Zuschüsse, auch in entsprechender Höhe. Und die Pinguine werden vor Strafzahlungen bewahrt. Da redet man mal ganz kurz vor einer 500.000, die irgendwo fehlt. Und das ist einfach kaum zu kompensieren. Und deswegen muss jetzt was passieren. Und ich gehe auch davon aus, dass die Politik sich dessen bewusst ist. Die Treffen, die wir hatten, die waren gut, aber mir waren sie einfach noch zu wenig, bis die letzte Konsequenz geplant wird. Immer darauf bedacht worden ist oder darüber gesprochen worden ist, wir müssen abwarten, bis dieses Gutachten fertig ist. Ja, Gutachten, Neubau oder Renovierung, das dauert 5, 6 Jahre. Was ist der Alternativplan? Was haben wir für Möglichkeiten, dass es eine zweite Eisfläche gibt? Und deswegen stehen wir da vor einer ganz schwierigen Saison. Also, keine Frage. Bleibt abzuwarten und viel Glück zu wünschen, dass die Stadt das hinbekommt, eine kurzfristige Lösung zu haben. Tom Schmitz, du bist jetzt bei dem Krefeld Pinguinen und Förderlizenz, unter anderem auch für den Herner e.V. Warst du schon in Herne? Ja, wir waren einmal für einen kurzen Pressetermin in Herne, aber ansonsten haben wir mit denen noch nicht den großartigen Kontakt gehabt. Bis jetzt war halt nur Sommertraining in Krefeld und mal abwarten, wann es da wieder losgeht. Generell schon mal Herne gesehen als Standort, wenn da mal Eishockey gespielt wird? Ja, ich habe ja mit Duisburg generell auch in Herne gespielt. Das sind großartige Derbys immer gewesen, super Stimmung da in der Halle. Also es macht richtig Laune und ich freue mich auch drauf. Also kannst du dich schon mal drauf gefasst machen. Herne e.V., kleiner Oberliga-Verein, macht viel Spaß mit Sicherheit, sehr viel Bock. Ich war auch übrigens als Fan auch sehr gerne mal nach Herne und schaue mir das gerne an. Jetzt bist du als Förderlizenzspieler in Herne, wirst du mehr dann sicherlich in Herne eingesetzt werden als in Krefeld. Was erhoffst du dir von der kommenden Spielzeit? Ja, wie du schon sagst, also der Plan ist, dass ich den größten Teil in Herne verbringen werde der Saison, aber mein Ziel ist natürlich auch, mich für den DEL-Kader zu empfehlen. Man weiß nie, schnell hat man mal 1 oder 2 Verletzte und dann rückt man nach und dann muss man halt Leistung bringen und sich zeigen. Wir werden sehen, wie es sich entwickeln wird. Max, aber du bist jetzt dann die zweite Saison hier in Krefeld, letzte Saison mitbekommen, war für euch Spieler natürlich auch extrem schwierig gewesen. Wie hast du die letzte Saison erlebt, von der Mentalität her, von der Stimmung her? War ja dann auch erst nicht so positiv auch der Abschluss. Wie hast du das erlebt? Ja, ich bin ja auch im Dezember dazugekommen und grundsätzlich muss man sagen, dass alle Spieler super nett waren. Vom Charakter fand ich sie einmal frei außerhalb des Eises und dass dann auf dem Eis nicht geklappt hat, das kann ich, weil ich nicht so lange da war, nicht ganz genau beurteilen. Und ja, für mich war es ein lehrreiches Jahr, weil sozusagen habe ich hier relativ viel gespielt, was ich noch nicht in Köln hatte. Und habe jetzt einiges gelernt und hoffe, dass nächste Saison besser wird. Was siehst du für dich, oder wo siehst du dich in dieser kommenden Saison? Wo wird für dich die Reise hingehen, gedanklich? Ich möchte mich auf jeden Fall unter den Top 6 Verteidigern festsetzen und auch mal vielleicht ein bisschen Unterzahl spielen und einfach eine grundsolide Saison spielen. Jetzt haben wir heute Marion Basani gar nicht dabei als Fitnesstrainer. Der wird ja so als der Fitnessguru in der deutschen Eishockeyliga bezeichnet. Jetzt kann man ihn leider gar nicht selber befragen, wie er euch fit macht. Aber was macht er denn anders als in der vergangenen Saison, innerhalb der Saison?
grundsätzlich ist das Pensum natürlich viel höher jetzt im Sommer. Also wir trainieren fast täglich 1,5 Stunden Kraft, meistens bis 2 Stunden Kraft und gehen dann noch laufen. Und das wäre halt im normalen Saisonbetrieb nicht möglich, weil wir können da nicht jeden Tag Vollgas geben, weil die Spiele halt eigentlich eminent wichtig sind. Und deswegen baut man ja sozusagen immer von Dienstag bis Freitag auch mal so ein bisschen das Trainingspensum ab, damit man für Freitag und Sonntag fit ist. Und was macht ihr so in der Zwischenzeit, wenn trainingsfrei ist? Wie gestaltet ihr euren Tag eigentlich als Profi? Ich meine, ihr seid ja das ganze Jahr über angestellt bei den Pinguinen, aber ihr trainiert ja und habt ja auch andere Termine. Was macht ihr sonst noch so zwischendurch? Also ich studiere noch nebenbei. Ich mache ein Studium als zu Sportwissenschaften. Und das mache ich so ungefähr jeden Tag 2 bis 3 Stunden. Und sonst, weiß nicht, Mittagsschlaf halten. Und dann einfach, wir haben meistens so eine Gruppe und da schreiben wir halt einfach rein, ob wer was machen will und dann trifft man sich halt auch außerhalb des Eises. Jetzt ist Rick Aldruno ja auch wieder zurück. Wie ist so die Zusammenarbeit mit Rick? War ja jetzt auch drüben in den Start gewesen, ist wieder zurückgekommen. Wie bereitet ihr euch vor? Ihr besprecht euch ja auch. Ihr habt ja auch die Spiele zusammen gesehen, die WM habt ihr zusammen begutachtet, die Neuzugänge habt ihr begutachtet. Wie ist da die Zusammenarbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr da vorgegangen? Also ich habe Rick, glaube ich, das erste Mal kennengelernt vor 5, 6 Jahren, als wir die Kooperation zwischen Krefeld und Duisburg hatten. Und am Anfang war es nicht ganz einfach für mich, weil Franz Ritzmann und ich uns natürlich auch schon viele Jahre kennen und sehr gut zusammengearbeitet haben. Und seine Trainerwechsel kamen, die wir vollziehen mussten jetzt in der Situation, war das schwierig, aber wir haben uns einfach mal zusammengerauft. Mit Rick kann man sehr gut arbeiten und uns täglich ausgetauscht, uns viel unterhalten, einfach auch über die Punkte, wie die Mannschaft nächstes Jahr aussehen kann, mit unseren Möglichkeiten, wie ich es auch vorhin schon mal kurz beschrieben habe, was die richtigen Spieler sind. Und hatten dann gemeinsam Spiele in Österreich angeschaut. Den Trip nach Skandinavien, den hat Rick dann leider aus familiären Gründen verpasst. Er musste zurück nach Kanada. Dann war halt meistens dann nach den Spielen, gab es halt dann nochmal von mir nachts eine entsprechend lange E-Mail mit den einzelnen Dingen, die es eben zu den einzelnen Spielern dann eben auch zu sagen gab. Dann haben wir danach teilweise auch noch telefoniert und ich denke, wir haben eigentlich über wirklich viele Wochen haben wir täglich zwischen 60 und 90 Minuten telefoniert und ausgetauscht. Dann hat Rick drüben auch sein anderes Spiel gesehen. Dann kam er zur Weltmeisterschaft wieder. Das war auch gut, als wir dann auch in Paris 5 Tage lang jedes Spiel gesehen hatten. In Köln dann das ein oder andere Spiel. Und es war dann schon auch manchmal auch mit Enttäuschung verbunden. Hat man dann den richtigen Spieler gefunden. War dann kurz vor einer Einigung und dann waren die anderen aber auch so schlau und haben dann halt nochmal ein paar tausend Euro draufgehauen und dann war die Nummer durch. Und so, das ist dann auch gehört ein bisschen Glück dazu, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt dann auch den Spieler klarkriegt, bevor es die anderen halt dann merken. Und das ist irgendwo auch das, so die Spieler, die wir halt dann finden müssen, bei denen die anderen noch nicht wissen, wie gut sie wirklich sind. Entsprechend ist der Marktwert auch noch nicht so hoch und da muss man eben auch zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen. Aber so haben wir dann ziemlich ein gutes Verhältnis hingekriegt. Und als dann klar war, dass Marian Basani Co-Trainer wird, war der dann auch spätestens dann eben offiziell dann zum 1. Mai mit eingebunden. Und auch Rick und Marian telefonieren täglich. Also Marian hat auch Rick berichtet, wie sich Tom und Max im Sommertraining geschlagen haben. Und also Rick ist selber alles informiert. Deswegen ist es jetzt auch verkraftbar, dass Marian und ich nächste Woche nicht da sind. Und wenn Rick dann am Mittwoch ankommt, dass er die Mannschaft dann erstmal alleine für sich hat. Krefeld ist die Stadt der Torhüter, kann man sagen. Bei den Pinguinen, also die Pinguine-Fans lieben ganz besonders die Torhüter in Krefeld. Haben hier ein ganz besonderes Faible für. Jetzt habt ihr einen ausgesucht, Andrew Engelage, wie wird er ausgesprochen? Engelage. es ist auf jeden Fall ein schwieriger Name, aber Engelage, das müsste die richtige Aussprache sein. Was erwartet ihr von diesem Torhüter? Gerade die Position des Torhüters ist ja, wie ich schon gesagt habe, eine extrem wichtige. Nach welchen Kriterien habt ihr ihn ausgesucht? Ja, auch da ist es wieder so eine Grundsatzfrage, was für ein Torhüter-Typ möchte man. Es ist,
Es gab eine Zeit lang, so vor einigen Jahren, da war für alle klar, ein Torhüter muss groß sein, am besten 1,98, der muss das Tor entsprechend ausfüllen. Kleine Torhüter haben eigentlich gar keine Chance. So, dann hat man aber gemerkt, dass die großen Torhüter nicht ganz, also Torhüter sind natürlich grundsätzlich alle sehr beweglich, aber die großen Torhüter sind eben dann nicht ganz so flink wie die kleinen Torhüter. Man hat sich gesagt, okay, ja, vielleicht doch irgendwie die großen Torhüter, die kleinen, die sind flink. Zum Beispiel, wenn man sich das Spiel Deutschland gegen Dänemark angeschaut hat bei der WM, der Sebastian Dahm, der Liesel unterschrieben hat, war ein Torhüter, mit dem wir uns auch befasst haben. Der ist ja 1,80 groß und somit, also sag ich jetzt mal, das Gegenteil vielleicht vom Andrew. Aber der schafft es auch, das Tor auszufüllen. Der hat einfach ein unglaubliches Stellungsspiel und eben wahnsinnige Reflexe. Und das ist für einen kleinen Torhüter wiederum ein Vorteil, dass der einfach vielleicht sich da ein bisschen schneller bewegen kann als jetzt bei einem großen Torhüter. So, Andrew sagt natürlich zu Recht, wenn ich einen Big Save machen muss, habe ich vorher einen Fehler gemacht. Ich stehe einfach gleich richtig, dann passiert da nicht viel. Dann versucht man natürlich möglichst viele Informationen zu kriegen. Das versucht man natürlich dann zu jedem Spieler mit ehemaligen Trainern, ehemaligen Managern, auch Trainer, die im Jugendbereich hatten. Wenn man dann ehemalige Mannschaftskameraden kennt, zu denen man irgendwo ein gutes Verhältnis hat, wo man weiß, dass die einem kein Blödsinn erzählen, holt man sich die Meinung ein. Und war natürlich dann auch ein Vorteil, dass der Tommy Christiansen dann schon mal gegen den Endo gespielt hatte und von dem Playoff-Finale eben auch berichtet hat. Für ihn war eigentlich klar, dass Stavanger das Finale gewinnen wird, weil nur eine Frage, ob es in 4 oder 5 Spielen sind. Am Ende haben sich dann doch in Spiel 7 wiedergefunden und wussten ganz genau, dass der Andrew eben schon 3 geklaut hatte. Und plötzlich war es nur noch 1 und dann ist das Game richtig eng geworden. Und er hat sicherlich Pech gehabt, dass er damals bald in der Toronto Marlies war, dass es nicht ganz nach oben gereicht hat, eine schwierige Verletzung gehabt, die ist aber auskuriert und überstanden. Und hat den Weg dann jetzt hier über Europa gewählt. Wenn man sich einfach anschaut, was für Fangquoten er die letzten Jahre hatte, dass er eigentlich immer der beste Torhüter war in der Liga, war dann für uns irgendwo klar, okay, das ist unser Mann und auf den setzen wir. Du bist ja jetzt hier nicht heute der Trainer, Rick, aber ihr habt ja mit Sicherheit auch mal über die sogenannten Reihenkonstellationen nachgedacht, gesprochen, wer für welche Position wie eingesetzt werden soll. Reihe 1, denke ich mal, dürfte fix sein, aber Reihe 2, 3 und 4, wie wird das aus eurer Sicht und zum heutigen Zeitpunkt wahrscheinlich ausschauen? Also wir haben natürlich, ist irgendwo jeder Spieler ein Puzzleteil, das sind Tom und Max genauso wie beispielsweise jetzt dann Tommy und Matthias Trettenes, die wir dann geholt hatten. Und so überlegt man sich schon, es geht erstmal darum, dass man, ich sage jetzt mal, ausreichend Spieler hat, die ihr Stärke in Unterzahl haben, wir Stärke im Powerplay haben, dann ist klar, wir brauchen nicht 4 Reihen, die jetzt die Tore schießen. Eine 4. Reihe hat eine andere Aufgabenstellung, als es jetzt die 1. Reihe hat. Und dementsprechend baut man die Mannschaft halt dann auch zusammen. Interessanterweise ist es meistens so, man macht sich unglaublich viel Gedanken, man hat ein klares Konzept, die Aufstellung steht. Und dann stehen die das erste Mal auf dem Eis und man trainiert in diese Reihe und denkt sich dann, so gut sieht das doch noch nicht aus und dann mischt man es doch wieder durcheinander. Also wir haben natürlich irgendwo eine klare Vorstellung aber wir haben auch darauf geachtet, dass wir eine gewisse Flexibilität drin haben. Deswegen war uns wichtig, dass von den ersten 6 Stürmern oder die 6 Stürmer, die wir als die Top 6 ansehen, dass wir dabei eben nicht nur 2 Spieler haben, die Mittelstürmer spielen können, sondern wir haben ganz bewusst 4 ausgewählt, die Mittelstürmer spielen können. Und das gibt uns eben eine gewisse Flexibilität, um dann eben Reihen auszutauschen. Sprich, es könnte eine erste Reihe sein, Daniel Pieter mit Marcel Müller und Dragan Umicevic. Es kann aber genauso gut sein, dass der Marcel Müller Mittelstürmer in der 2. Reihe spielt. Oder wir sagen, dass ein Justin Faeser oder Matthias Trettenes Mittelstürmer in der 3. Reihe ist. Also da gibt es viele Möglichkeiten und deswegen war es für uns wichtig, und unseren ersten 6 Stürmern 4 zu haben, die Mittelstürmer spielen können, um einfach da eine gewisse Flexibilität drin zu haben. Ihr testet ja auch unter anderem dann in Großbritannien. Großbritannien, Eishockey ist ja jetzt, sagen wir mal, gehört jetzt nicht zu der Weltelite, sage ich jetzt einfach mal. Aber was erwartet ihr euch von einem Testprogramm in Großbritannien? Also Großbritannien gehört nicht zur Weltelite, das ist sicherlich richtig. Nichtsdestotrotz haben die auch schon in der Champions League in den letzten 2-3 Jahren trotzdem ordentliche Leistungen gezeigt. Also die waren jetzt nicht Kanonenfutter. Sie sind für harte Spielweise bekannt und ich denke, das ist für uns, wenn es dann nach der 3. Eistrainingswoche ist, das auf jeden Fall ein sehr guter Test dann am Wochenende.
Und da wird es dann auch ein bisschen wehtun für den einen oder anderen. Da geht es aber auch darum, einfach dann gegenzuhalten, dass dann diese Härte dann auch anzunehmen. Und sich dann nicht Schneid abkaufen zu lassen. Also das wird ein wichtiger Test für uns. Und sicherlich wird es auch für Mario, Enrico und mich interessant zu sehen, was für Spieler die haben, weil auch da sind die Importspieler nicht die schlechtesten. Vielleicht findet man dann auch den einen oder anderen interessanten Spieler, den man dann weiter beobachtet. Du sagst weiter beobachten, der Kader ist da jetzt fertig, aber kann man eventuell erwarten, wenn es vielleicht innerhalb der Saison dann nicht so eventuell wie gewünscht, was wir natürlich nicht hoffen wollen oder beziehungsweise was wir nicht denken. Wir wollen ja positiv nach vorne schauen und die Fans, das Team mitreißen vom ersten Spieltag an als der siebte Mann. Was kann man da erwarten, dass eventuell nochmal nachbelegt werden kann? Also wir sind grundsätzlich von unserem Kader überzeugt, deswegen haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht und machen wir auch noch nicht. Wir hoffen, dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben und wenn die Mannschaft gut arbeitet, dann braucht es keine Veränderung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss man sich sicherlich Gedanken machen, so wie letztes Jahr dann auch eben Veränderungen vorgenommen worden sind. Aber im Moment machen wir da keine Gedanken drüber, weil wir sind überzeugt von jedem einzelnen Spieler, den wir ausgewählt haben. Verletzungspech bei den Krefeld-Pinguinen in der Position der Verteidigung. Kannst du ja vielleicht mal sagen, Mensch, hoffentlich passiert dir mal was. Was denkt man eigentlich, wenn man so ein Nachwuchsspieler ist und man ist dann beim Kooperationspartner untergebracht und man bekommt eventuell innerhalb der Saison nicht die Chance? Was geht einem da so durch den Kopf? Sagt man dann nicht, ach Mensch, kann sich nicht vielleicht doch mal verletzen und kriege ich mal eine Chance? Nein, definitiv nicht. Also klar, man würde gerne spielen, vor allen Dingen für mich ist das was Besonderes, weil ich mein ganzes Leben von Bambini an in Krefeld gespielt habe. Also alle Jugendmannschaften durchlaufen jetzt bis zu den Pinguinen, aber ich meine, aus meiner Sicht, ich muss jetzt erstmal beweisen, auch in der Oberliga, dass ich gut spielen kann. Ich bin noch jung, auch da muss ich erstmal meine Leistung bringen und mich dann auf dem Weg halt einfach empfehlen. Und es heißt auch nicht unbedingt, dass sich jemand verletzen muss, sondern es kann ja sein, dass man einfach so mal die Chance bekommt, in der DL zu spielen. Wenn man dann seine Leistung bringt, dann sich über den Weg in die Mannschaft einzuarbeiten. Das wird sich einfach zeigen. Wie ist das als junger Spieler, wenn man quasi das erste Mal Eis bekommt in der deutschen Eishockeyliga, wenn man aufläuft und ist man da groß nervös? Oder wie geht man vor? Was geht einem da durch den Kopf als junger Spieler? Ja, ich muss schon sagen, also das erste Mal im Königpalast einzulaufen vor der Kulisse, das war phänomenal. Also da hat der ganze Körper gezittert und da war der schlimmste Gedanke jetzt bloß nicht beim Einlaufen noch irgendwie stolpern oder irgendwie sowas. Also das war ein unfassbares Gefühl und einfach schön und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, es ist einfach nur überwältigend. Ihr habt gerade die deutschen Spieler haben viel Zeit miteinander verbracht, gerade auch was hier Vorbereitungstrainingszeiten angeht. Wie ist die Stimmung innerhalb der deutschen Jungs, sag ich einfach mal? Also alle, die jetzt bei uns beim Sommertraining waren, wir sind super miteinander ausgekommen, das kann der Max auch bestätigen. Wir hatten viel Spaß im Sommertraining, der Marian hat uns da super angeleitet, auch wenn es immer sehr hart war, aber das ist dann immer auch ein Stück weit Befriedigung, wenn dann der Tag vorbei ist und man weiß, man ist immer ein bisschen besser geworden. Und ich denke, wir sind jetzt topfit. Wir freuen uns, wenn es dann am 1. August aufs Eis geht und wenn es dann wieder losgeht mit Eishockey, weil ich meine, dafür machen wir das im Endeffekt und nicht, damit wir bei Bayer Oeding die Runden laufen können. Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Definiere mal hart. Was dürfen wir unter hart verstehen? Was macht ihr speziell mit Mariam Barzani? Ja, also ich sag mal, wir haben im Endeffekt jeden, wie Max eben schon gesagt hat, wir hatten eigentlich unser Tag sah immer so aus, dass wir morgens 1,5 Stunden Krafttraining gemacht haben in etwa und wir waren immer viel bei Bayer Oeding, die haben uns ihre Trainingsanlagen zur Verfügung gestellt und dann sind wir halt danach meistens noch auf die Runde gegangen und haben dann halt eishockeyspezifisch unsere Läufe gemacht. Da zählen dann Sachen zu wie 100 Meter Läufe oder sogenannte Shuttle Runs, wenn es immer im 50 Meter Takt hin und her geht und so, dann steigt auch schon mal der Puls auf die 200 oder höher und wenn man dann ankommt, dann wird einem schon mal schwummrig und man sieht die Sterne, also das macht dann nicht so viel Spaß, aber man steigert sich da jedes Mal, man wird immer besser und das gehört einfach dazu. Wer ist der Fitnessweltmeister bei euch? Ja, überraschenderweise Patrick Klein im Tor, mit Abstand der beste Läufer. Ja, eigentlich jetzt so nicht erwartet. Okay. Gibt es denn vom Publikum irgendwelche Fragen, wo jemand sagt, hey, da eigentlich mal Interesse, was zu erfahren? Gibt es da irgendjemand, der was wissen möchte? Rainer schaut mich so an. Nein? Sonst noch irgendjemand, der spezielles Wissen möchte bei den beiden Herrschaften? Nein. Na gut, okay, möchte keiner was wissen. Saisonstart,
im September gegen München. Vorher gibt es dann noch die schöne Aktion, die Saisoneröffnung gegen die Iserlohn Roosters. Das ist auch ein schöner Derby-Gegner, wenn man jetzt mal so vergleicht. Krefeld und Iserlohn. Iserlohn ist auch so ein kleines Dörfchen davon, dass wir nicht sind. Wir sind bisher auch mittlerweile Großstadt, über 100.000. Aber die haben sich ja auch entwickelt in den letzten Jahren. Die waren ja früher auch eine Mannschaft, die konstant irgendwo, sag mal, mehr oder weniger unten gestanden haben, haben ein ähnliches Budget, glaube ich, gehabt wie Krefeld, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Aber die haben sich auch peu à peu entwickelt und weiterentwickelt. Und der Standort ist anscheinend heute gefestigter denn je. Man sieht, dass die zum Beispiel im Gegensatz zu Krefeld erstmal an Namen verpflichtet haben, was ja erstmal nichts heißt. Haben wir ja selber erlebt, Namen bringen ein Team nicht unbedingt weiter. Aber wie siehst du zum Beispiel den Unterschied, warum hat Krefeld oder warum stagniert Krefeld so in den Zahlen, wenn ein Verein wie Iserlohn mit einem relativ kleinen Stadt, kleinen Umfeld so wachsen kann und sich so festigt? Also Iserlohn ist, wenn man das vielleicht in Krefeld nicht gerne hört, für mich ist Iserlohn ein Vorbildclub fürs deutsche Eishockey. Wenn man zurückschaut, Anfang der 90er, waren sie, glaube ich, auf einem Niveau vom Sportlichen und vom Wirtschaftlichen her wie Duisburg, Herne beispielsweise und wie sie sich dann entwickelt haben. Die hatten damals schon sehr viele Sponsoren, die waren nicht abhängig von irgendeinem großen Sponsor, haben sich dann sportlich weiterentwickelt, wirtschaftlich weiterentwickelt, haben diese Sponsoren mitgenommen bis hoch in die DEL und ich weiß nicht, wie viele Sponsoren die mittlerweile haben, wahrscheinlich haben die 150, 200 Sponsoren. Und haben nicht irgendwo die große Abhängigkeit. Sprich, wenn bei denen 5, 6 Sponsoren wegfallen, dann okay, ist ärgerlich, aber das tut denen nicht so weh. Wenn man andere Standorte anschaut, und da muss man nicht nur nach Krefeld schauen, kann man sich jetzt auch mal die Großen anschauen in der DL. Nimmt man da doch mal hier die Hauptzahler raus, dann, dann sind die aber auch nicht mehr oben mit dabei. Dann haben die nämlich die gleichen Probleme wie die kleineren Clubs. Und deswegen glaube ich, dass Iserlohn, was die Menge der Sponsoren angeht und wie sie aufgestellt sind, ist das für mich definitiv ein Vorbildclub. Und da haben die letzten 25 Jahre verdammt viel richtig gemacht. Und ich kann mich auch daran erinnern, als ich meine ersten 2, 3 Wochen in der Bad Nauheim gewesen bin, da kam dann die Frage von den Gesellschaftern, als ich die kennengelernt habe, wie ich denn die Entwicklung in Bad Nauheim sehe. Und da habe ich eben genau dieses Beispiel genannt. Ich habe gesagt, man muss sich eben Iserlohn anschauen. Bad Nauheim hat auch sehr viele kleine Sponsoren. Und man muss sich Iserlohn zum Vorbild nehmen und sich dann eben so entwickeln. Und das ist deswegen, Iserlohn ist absoluter Vorbildclub für mich, was die Entwicklung angeht in den letzten 25 Jahren, wie sie sich wirtschaftlich aufgestellt haben. Und sie haben eben nicht diese Abhängigkeit, wie das wahrscheinlich 12 von 14 DL-Clubs haben. Wie könnte man das denn auf Krefeld übertragen, auch zu verhindern, dass man diese Abhängigkeit an einem wenigen Großen hat, sondern dass man auch diesen Stamm in Krefeld auch erweitert in ähnlicher Größenordnung? Wie kann man das in Krefeld anstellen? Oder was haben die Iserlohn anders gemacht als Krefeld? Aber wenn man sich auf das gesamte Nordrhein-Westfalen sieht, ist für Iserlohn sicherlich ein Vorteil, dass es eben keinen großen Fußballclub gibt. Der ist Dortmund der Eishockey, da gibt es nur einen BVB, deswegen haben die Schwierigkeiten, große Sponsoren zu kriegen oder vielleicht auch die Masse. So, Herne steckt dann zwischen Schalke und Dortmund, da ist es genauso schwer. Wenn man die Moskitos Essen anschaut, da hat es eben auch überall Fußballclubs außenrum. Wenn ich jetzt Krefeld nehme, in den 80ern, ich darf ja auch gern korrigiert werden, gab es Bayer Uerdingen, dann ist, glaube ich, Bayer irgendwann ausgestiegen, dann ist der KFC Uerdingen geworden. Die haben dann, glaube ich, nochmal ein Jahr Bundesliga gespielt, irgendwann in den 90ern, und dann ging es doch eher so Richtung dritte, vierte Liga. Deswegen ist die Fußballkonkurrenz zwar schon da, aber es ist nicht so, dass man jetzt hier gegen irgendeinen Bundesliga-Giganten kämpfen müsste. Es ist einfach es gibt viele Hausaufgaben zu machen hier in Krefeld die nächsten Jahre. Sowohl was die Eishallenproblematik betrifft, aber auch sich immer Vertriebsbereich, immer Bereich der Werbepartner, sich einfach breiter aufzustellen. Und ich denke, dass das sehr viel möglich ist, weil es gibt in Krefeld Unternehmen und es geht jetzt darum, die davon zu überzeugen, dass sie sich eben auch entsprechend engagieren. Aber das ist ein langer Weg, es geht nicht von heute auf morgen und deswegen, Iserlohn hat sich über 25 Jahre zu dem entwickelt, was sie jetzt sind. Und wenn wir einfach schauen, dass wir uns jetzt kontinuierlich weiterentwickeln und jedes Jahr besser werden im Vertrieb und im sportlichen Bereich, dann kann man mittel- und langfristig sicherlich was aufbauen. Aber das ist ein langer Weg. Die Schöllinger White Wings haben in den letzten Tagen ihren Etat ja auch relativ offen gestaltet. Die haben die Fans darüber informiert, wie es um den Club finanziell, wirtschaftlich steht, wie es um die Sponsoren steht.
Die haben ja auch ein bisschen Wind um die Ohren bekommen von den Finanzbehörden, da gab es halt irgendeinen Fehler und haben an einer Veranstaltung auch mal bekannt gegeben, wie denn die Zahlen in Schwenningen überhaupt sind, wie die sich zusammensetzen, Sponsorengelder, Eintrittsgelder etc. Und können wir zukünftig vielleicht so eine Transparenz in Krefeld auch erwarten? Also eine gute Frage. Ich halte den Schwenninger Weg jetzt nicht für falsch und ich bin irgendwo auch ein Freund von der Transparenz, aber ich sag mal, dann so die ganz tiefen Einblicke zu geben, müsste ich mich sicherlich erst mit anfreunden und ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Gesellschafter sich damit wahrscheinlich auch erstmal anfreunden müsste. Naja, die Schwenninger haben es ja auch halt aufgrund der Einkaufspolitik gemacht, weil die Fans das sehr kritisiert haben, dass da jetzt auch keine Top-Namen nachverpflichtet wurden. Und deswegen ist man dann in die Offensive gegangen, um einfach auch das Verständnis der Fans zu wecken. Hey, seht her, wir haben nur das, wir haben die Kosten, wir können nicht. Weil wir sollen das machen, wenn wir das weitermachen, dann ruinieren wir den Verein letztendlich nur. Das kann ja nicht im Interesse der Fans sein. Wenn wir zum Beispiel mal die Krefeld-Pinguine-Fans nehmen, wie ich sagte ja eingangs schon, erleben wir in Sieg die ersten zwei Spiele und du bist dann schon gleich auf einer Euphoriewelle, dann ist das ja schon fast ein Selbstläufer. Dann kommen die Leute ins Stadion. Das ist dann auch eine ganz tolle Geschichte. Dann stehen die auch hinter der Mannschaft. Selbst wenn sie gegen München zu Hause verlieren, aber sich einen Kampf liefern und einfach nicht aufgeben, du siehst, ey, da ist eine Mannschaft, da steckt der Spirit drin, die wollen kämpfen, die fighten bis zum Ende. Deswegen meine ich, eine gewisse Transparenz würde vielleicht auch in Krefeld ganz gut tun. Wenn du mal sagen würdest, hey, was haben wir denn überhaupt für den Etat? Wir reden jetzt nicht davon, was die Spieler im Einzelnen kosten, sondern so ungefähr, wie sich das Ganze zusammensetzt, um mal zu zeigen, hey Leute, wir können nicht, weil wir haben nur Summe X und dann müssen wir auswirtschaften, also wirtschaften und habt Verständnis dafür. Ja, wir brauchen euch, ihr müsst hinter der Mannschaft stehen als siebter Mann. Auch wenn es nicht läuft, ihr müsst die Jungs nach vorne peitschen und versuchen, das positive Feeling nach oben zu halten. Ist sicherlich ein Ansatzpunkt, das ist, was ich, und ich möchte die Kollegen jetzt so Schwenning kritisieren, aber wenn ich sage, wir haben nicht mehr Geld, wir haben nur das und es reicht für nichts Besseres, dann sende ich aber auch die Message aus, dass ich eigentlich von den Spielern, die ich geholt habe, nicht überzeugt bin, sondern ich habe halt die nehmen müssen, die ich mal leisten konnte und die halt noch da waren. Und den Weg will ich eigentlich nicht wählen. Es ist, wir haben sicherlich ein ähnliches Budget, was die Spieler betrifft, wie es jetzt Schwenning hat. Es geht aber dann eben darum, Spieler zu finden, von denen die finanzstärkeren Clubs eben noch nicht wissen, wie gut sie sind. Und damit ist irgendwo ein Risiko verbunden einerseits, andererseits glaube ich aber, ist auch Krefeld in der Vergangenheit damit immer ziemlich gut gefahren, weil ein Spieler wie jetzt ein Mark Vokes, der auch nicht in Wolfsburg angefangen, sondern in Krefeld. Damals war ja auch Clark mit dabei, das war glaube ich ja, der Sohn. Diese Spieler gilt es eben, die zu finden. Und warum soll das nächstes Jahr nicht ein Matthias Trettenes oder ein Justin Faeser oder Tommy Christiansen sein? Und da reden wir auch gerade bei den beiden Norwegern jetzt auch von Nationalspielern, die haben Weltmeisterschaften gespielt. Oder wenn ich mir den Antonin Manavia anschaue, Rico und ich haben den dreimal spielen sehen in Frankreich. Das erste Spiel war gegen die Schweiz. Das war ein zähes Eishockeyspiel, konnte man trotzdem einiges mitnehmen jetzt an Erkenntnissen. Aber dann haben wir ein Frankreich-Spiel gesehen gegen Kanada, gegen NHL-Stars. Und da hat der Antonin da hinten aufgeräumt, da haben wir schon gedacht, oh, den nehmen wir, weil es war einfach überragend, da hat er gezeigt, was er kann. Aber offensichtlich ist eben Antonin einer, den andere Clubs jetzt nicht so auf dem Schirm hatten. Deswegen hat er auch noch nicht jetzt hier bei den großen Clubs gespielt, sondern größtenteils in Frankreich. Und in der Ebel. Und deswegen, klar, Ansatz der Transparenz ja, aber es kann nicht sein, dass diese Transparenz dann als Entschuldigung genommen wird, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Bremerhaven rüstet sich ja auch für ihr Scouting-System mehr oder weniger. Die haben ja ihre Excel-Liste fertiggestellt mit Spielern, die ja irgendwo europäischen bzw. mehr oder weniger deutschen Hintergrund haben, schicken ihre Leute los, um diese Spiele zu beobachten. Wird mit Sicherheit doch eher der Weg sein, die Teams wählen müssen. Von Platz 8 bis 14 gerechnet, oder? Naja, also die Kollegen aus Bremerhaven sind schon ein spezieller Fall. Also ich schätze Alfred Brein, Hauke Hasselbrink, kenne ich auch schon seit Jahren, nur wenn ich mir dann anschaue, dass die letztes Jahr eine Mannschaft am Start hatten, von denen, glaube ich, in einem Kader von 24 vier Spieler in Deutschland geboren worden sind, dann weiß ich nicht, ob da alles richtig läuft.
Aber letztendlich wollen die Fans ja den Erfolg sehen. Ich glaube, dann kann den Fans, oder ist den Fans das letztendlich egal, ob der Spieler aus Deutschland kommt oder aus den USA oder aus Italien oder sonst irgendwas. Wenn man nur den Erfolg sehen will, kann man sicherlich so argumentieren. Ich versuche mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken. Und die Station, die ich auch vorher hatte, habe ich mich ja immer für eingesetzt, dass wir junge Spieler weiterentwickeln. Hatte ich auch schon mal Max Faber gehabt in Duisburg beispielsweise oder Joel Kaeusens zum Beispiel. Ich hatte 4 Stationen, in denen ich gearbeitet habe. In allen 4 Stationen war der Joel mit dabei. Und wir haben gute deutsche Spieler. Die müssen wir ausbilden und deswegen bin ich sicherlich auch einfach dann jetzt hier von einem deutschen Weg überzeugt. Beziehungsweise letztlich geht es um die Mischung und es gibt sicherlich gute und schlechte Spieler, egal wo die jetzt herkommen. Aber für mich kann es nicht die Lösung sein, dass ich mir einfach dann Nordamerikaner suche, die jetzt einen deutschen Namen haben und dann irgendwo in Europa finde, der mal in Deutschland gelebt hat und dann gehe ich zur Ausländerbehörde und dann habe ich einen deutschen Pass. Das ist jetzt nicht meine Philosophie. Sehr gutes Statement, klar. Krefeld ist ja auch der Traditionsverein oder einer der Clubs überhaupt, die mit am meisten Spieler ausbilden für die deutsche Eishockey-Liga oder insgesamt in Deutschland Eishockey spielen. Wenn man überlegt, wie viele Spieler aus Krefeld kommen, die in Deutschland überhaupt generell aktiv sind, also jetzt nicht nur von der deutschen Eishockey-Liga, sondern auch von der zweiten Liga, Oberliga, Regionalligen, es sind ja sehr viele Spieler, die hierher kommen, ja, so wie du ja auch zum Beispiel dein Papa als Trainer hier in Krefeld tätig. Aber trotzdem, wird sich für die Pinguine letztendlich ein bisschen was verändern müssen, weil ein deutscher Spieler, ja, nehmen wir jetzt mal Tom Schmitz, Max Faber, die kriegen jetzt einen Schub, explodieren und entwickeln sich plötzlich zum Top-Spieler. Es kann ja bei einem Spieler von heute auf morgen gehen, aber von einem auf dem anderen Jahr denkst du dir, wow, der hat ja zugelegt wie sonst auch was. Und ein ganz veränderter Spieler, wo man vorher gesagt hat, ja, der ist ja gar nicht so toll, der ist ja gar nicht so toll und plötzlich spielt er da auf. Die Spieler werden ja auch teuer. Deutsche Spieler sind ja schwer zu halten. Da kommen ja gleich Clubs wie Mannheim, Nürnberg, wie sie alle heißen. Die kommen dann gleich an und wählen ja gleich mit den großen Scheinen. Und wenn du nicht so einen Dani Pieter hast, der sagt, nee, ich bleibe in Krefeld für 10 Jahre, weil das mein Verein ist, dann sehe ich da ja auch schwarz drin. Ist es dann nicht sinnvoll, dann diesen Weg zu gehen und zu sagen, wir nehmen ein Scouting-System und schauen halt in der ECHL, AHL und gucken, ob wir da nicht irgendwelche Jungs überholen oder noch tiefer? Also erstmal freut es mich, wenn sich die Jungs so entwickeln, dass sie dann große Verträge woanders unterschreiben können. Natürlich versucht man die dann hier zu behalten, weil wenn sie das Doppelte woanders verdienen können, ist das doch eine gute Sache. Dann findet man den nächsten jungen deutschen Spieler, den wir dann wieder weiterentwickeln. Für mich ist irgendwo, natürlich ist es toll, dass ein Daniel Peter sagt, nee, er ist Krefelder und er bleibt hier. Die Spieler gibt es auch, aber es ist doch auch schön zu sehen, auch wenn er vielleicht heute ein bisschen kritischer gesehen wird, was ich aber eigentlich nicht verstehen kann, was für eine Karriere jetzt ein Christian Ehrhoff hingelegt hat. Und natürlich ist man enttäuscht, dass er sich dann für Köln entschieden hat. Aber auch das muss man einfach respektieren. Es ist seine Entscheidung. Und was ich irgendwo schade finde, ist, wenn ich jetzt einen Mike Schmitz nehme. Auch Mike, mit dem ich schon in Duisburg gearbeitet, und das ist ein feiner Kerl. Und als er mir dann gesagt hat, dass er zwar weiß, er kann wahrscheinlich noch einige Jahre spielen, er kann wahrscheinlich auch ein paar Jahre dann in der DL spielen, aber so dieses super große Geld wird er wahrscheinlich nicht verdienen können. Also konzentriere mich doch jetzt besser auf mein Studium, finanziere mein Studium mit Eishockey spielen in der Oberliga. Dann ist das von ihm wahrscheinlich eine sehr clevere Entscheidung, die respektiere ich auch, aber ich finde es schade, dass man dann so einen Spieler einfach verliert, bevor sein maximales sportliches Potenzial ausgereizt ist. Und ich denke, da muss man einfach insgesamt dran arbeiten. Es ist halt, ja, wie sich überhaupt das Gehaltsgefüge jetzt in der DL entwickelt, ist nicht unbedingt optimal. Und es ist schade, wenn man einfach dann talentierte junge Spieler verliert, weil sie eben sagen, okay, wir sehen nicht unbedingt die große Perspektive, aber man hat dann wieder in einem Jahr irgendwie 15 Kanadier gefunden, die halt dann deutschen Pass kriegen. Das ist, also mir taugt das nicht. Ja, du sagst es ja selber, aber die Entwicklung geht ja ganz dramatisch nach oben. Es sind jetzt wenige Clubs und wir gehören ja auch nochmal eben zu denjenigen, die halt wirklich nur noch die Rosinen rauspicken können, die vielleicht irgendwo übersehen werden. Was sollte sich denn aus deiner Sicht ändern in den nächsten Jahren, damit wir überhaupt konkurrenzfähig bleiben? So viel können wir als Krefeld oder wenn ich einen Club wie Schwenning nehme, können wir nicht unbedingt ändern. Schwenning fährt ja vielleicht einen ähnlichen Weg wie wir, wofür auch Jürgen Rumrich ab und an mal kritisiert wird, was ich dann schlecht finde, weil auch er setzt sich für junge deutsche Spieler ein und möchte mit denen arbeiten, für einen Schwenninger Nachwuchs, muss seine Gesellschaft überzeugen, dass er Geld in den Nachwuchs steckt. Das große Problem ist,
solange es ein Wettrüsten gibt zwischen den Top-Clubs und die sich jedes Jahr aufs Neue übertreffen und sich überbieten, wenn so ein bestimmter Spieler geht, können eigentlich die kleineren Clubs diese Spirale überhaupt nicht aufhalten. Das Einzige, was wir machen können, ist einfach noch ein besseres Scouting für uns entwickeln. Das haben wir uns auch fest vorgenommen, dass dann auch ich einfach viel mehr Spieler schon im September, Oktober in anderen Ligen mehr anschaue und dann eben noch frühzeitiger Spieler finde, die einfach großes Potenzial haben und dann eben diese Spieler vielleicht schon vor Weihnachten dann unter Vertrag nehmen zu können, um sie uns zu sichern, bevor halt dann die größeren Clubs im Januar, Februar merken, Mensch, der hat eine unglaublich gute Saison gespielt, dem geben wir jetzt eine Chance. Das ist das Einzige, was wir machen können. Aber generell, solange die großen Clubs sich hier das große Wettrüsten machen und sich gegenseitig überbieten in den Summen, die sie dann ausgeben, ist das nur ganz schwer. Was es auch kein Vorwurf ist, weil wenn ich Sportdirektor wäre hier von den Kölner Hain oder von München, dann wenn ich das Geld habe, würde ich es auch ausgeben. Also keine Frage, aber das ist eher die Problematik, dass diese Spirale immer weiter auseinander geht. Das kann man sicherlich argumentieren. Hier in der Fußball-Bundesliga hat Bayern München wahrscheinlich im Vergleich, letztes Jahr war Darmstadt noch drin, irgendwie, keine Ahnung, da ist das Verhältnis dann 1:25 und nicht 1:4. Aber ja, es ist trotzdem für mich einfach, wenn man sieht, es war 1:2,2 vor ein paar Jahren, jetzt ist es 1:4 und es wird noch höher gehen, das macht das Ganze einfach schwerer. Wann platzt die Blase in der DEL? Solange die großen Geldgeber da sind, das ist ja auch wichtig für uns, das ist auch toll für unseren Sport, solange die bereit sind, das auszugeben, ja, wunderbar. Jetzt hast du gesagt, ihr werdet das Scouting-System dann so ein bisschen verändern, das heißt also, dass du auch ab September so ein bisschen auf Tour gehst, um andere Spiele anzugucken, wahrscheinlich dann auch im Ausland, nehme ich an, vermutlich. Wie geht man dann als Geschäftsführer und sportlicher Leiter, so mehr oder weniger, wie schafft man das vom Ablauf her? Genau darüber haben Herr Schulz und ich auch intensiv diskutiert, also wir uns mit der Geschäftsführerfrage, mit der Nachfolge von Carsten Krippner beschäftigt haben. Letztlich wird es nur machbar sein, weil wir einfach ein sehr gutes Team haben jetzt in der Geschäftsstelle, die mir dann eben viele Aufgaben abnehmen können, die eben zuvor der Carsten Krippner gemacht hat, sodass es eigentlich für mich mehr eine Kontrolle wird von eben gewissen Bereichen, wo man dann eben auch, wenn ich dann nicht in Krefeld sein sollte, dann am Telefon eben kurz viel abklären kann. Aber ohne dieses gute Geschäftsstellenteam, was einfach jetzt im Hintergrund da ist, wäre das jetzt sonst nicht leistbar. Ihr habt ja personell auch ein bisschen was verändert innerhalb der Geschäftsstelle, wie zum Beispiel der Andreas Sebastians, der ja da ist. Er wurde inzwischen ein paar Tage länger da. Das heißt also, auch vertrieblich wird sich da so ein bisschen was verändern. Wie geht ihr da vor aktuell, um neue Partner zu gewinnen? Also wir haben uns einfach schon während der Saison ausgetauscht, der Carsten Krippner und ich, oder natürlich auch dann hier mit den Gesellschaftern. Und man muss einfach nach der letzten Saison eben sagen, dass wir weder im Sport noch im Vertrieb gute Ergebnisse erzielt haben. Und deswegen müssen wir uns da einfach deutlich steigern. Wird es dann auch wieder ein Meeting geben dann mit den Vertrieblern. Und gibt es einfach den einen oder anderen neuen Ansatz. Aber den möchte ich jetzt nicht hier heute Abend erörtern, sondern erst mit den Leuten vor Ort dann besprechen. Und dann geht es auch darum, genauso wie in der Mannschaft, wir müssen alle an einem Strang ziehen und das dann konsequent umsetzen. Und wenn einer nicht mitzieht, dann muss man sich eben trennen, so wie das bei einem Spieler dann eben auch ist. Aber da geht es einfach darum, es geht um das große Ganze, dass das Krefelder Eishockey, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und dafür müssen wir eben bestmögliche Entscheidungen treffen. Wird mit Sicherheit nochmal ein bisschen turbulent werden. Da stehen ja jetzt die Verhandlungen mit der Seidenhaus GmbH, was den Mietvertrag für den Königpalast angeht. Aber ich denke mal, da seid ihr doch relativ zuversichtlich, oder? Also es ist, wie wir das auch schon öfters gesagt haben, es ist definitiv ein richtungsweisendes Jahr. Das Ausgang mache ich jetzt nochmal ein Fragezeichen dahinter. Wir sind alle positiv gestimmt, dass wir das hinbekommen. Ich bin auch eigentlich überzeugt davon, dass die Stadt dahinter steht. Dass die Seitenweberhaus GmbH das entsprechend unterstützen wird. Ich mache mir weniger Sorgen, was einen neuen Vertrag mit der Seitenweberhaus GmbH betrifft, als dass wir die zweite Eisfläche für die nächste Spielzeit ist. Da mache ich mir größere Sorgen. Und das ist einfach notwendig und es ist unumgänglich, dass es mittelfristig hier im Eishockey weitergehen kann. Und die angesprochene Entwicklung, die geht nun mal über Jahre. Wie gesagt, Iserlohn hat das über 25 Jahre toll aufgebaut. Und das können wir jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren kopieren oder nachholen. Was wünscht ihr euch von den Fans in der kommenden Saison? Die ganzen Pinguine, was wünscht ihr euch?
Geduld ist, glaube ich, das Schlüsselwort und ja, einfach die Mannschaft zu unterstützen. Wir gehen davon aus, dass wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, die einfach die mitreißenderes Eishockey spielen wird, ohne dass das ein Vorwurf sein wird jetzt an die alte Mannschaft. Es gab für mich so eine Schlüsselsituation. Wir hatten vielleicht für Franz Fritz mal das entscheidende Spiel, das war im Dezember gegen Düsseldorf zu Hause. Und wir waren vor dem Spiel, waren alle überzeugt, dass wir das gewinnen. Wir waren so dermaßen überzeugt, dass es überhaupt nicht schief gehen konnte. Und dann haben wir gut angefangen, so diese ersten 4-5 Minuten. Da hatte Düsseldorf nichts. So, und dann kommt der Manuel Strohl und sagt sich, okay, ich setze jetzt einfach mal ein Zeichen. Das war keiner, das war nicht der Konvoi oder sonst einer, das war der Manuel Strohl. Der provoziert dann den Jimmy und dann prügeln die beiden sich. Und dann hatte der Manuel das bessere Ende für sich und es ging ein Ruck durch die Düsseldorfer Mannschaft und das Momentum hat gewechselt und danach hat man von uns nicht mehr viel gesehen. Und das sind Kleinigkeiten und der Ruck muss einfach mehr von uns kommen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt der Prügler-Truppe werden, aber es ist einfach, wir müssen irgendwo verstehen, wenn es mit spielerischen Mitteln nicht geht, dann muss das Momentum eben anders gedreht werden. Und wir müssen mitreißender spielen, wir müssen härter Checks fahren. Es muss wehtun, wenn man den Krefeld gewinnen will. Und das war letztes Jahr nicht immer der Fall. Finde ich doch ein sehr gutes Schlussstatement. Es muss wehtun, wenn man den Krefeld spielt, gegen die Krefelder Mannschaft. Das heißt, die Mannschaft wird sich kämpferisch zeigen. Dann können wir gespannt sein, was die kommt. Wenn jetzt noch irgendeiner eine Frage hat, die letzte Chance. Ja, eins. Natürlich. Hallo, was? Frage: DL-Vereine, brauchen die einen Kooperationspartner in der zweiten Liga? Die Frage nach dem Kooperationspartner? Die Antwort ist nein. Ich erkläre es gerne ein bisschen ausführlicher. Wir hatten eine sportliche Leitersitzung im Dezember. Und da ist insbesondere die Problematik letztes Jahr zwischen Krefeld und Rosenheim erläutert worden, dass es da keine Einigung gab. Wobei ich das jetzt nicht den Rosenheimern zuschanzen möchte. Ich kenne den Franz Stehr sehr gut seit vielen Jahren. Wir schätzen uns und ich kann seinen Standpunkt voll und ganz verstehen. Aber es hat sich einfach so diese Problematik gezeigt, was mit einem DL-Club machen, wenn er keinen DL2-Kooperationspartner hat, beziehungsweise da keine Einigung erzielt wird. Und dann war klar, wir müssen drei Torhüter lizenzieren, weil wir müssen drei Spieler, die bei uns auf der Kaderliste stehen, mit einem DL2-Club eben mit einer Förderlizenz ausstatten. Hat uns Kassel ausgeholfen, weil Torhüter, da gab es nicht diese 1-zu-1-Beziehung, sondern Torhüter konnte man überall hinschicken. Und bei Feldspielern war klar, es gibt diese 1-zu-1-Beziehung, also es gibt einen festen Partner. Dann haben wir diese Regel dann Kassel erfüllt. Dann haben wir auf der sportlichen Leitersitzung diskutiert, dass wir uns ja nicht abhängig machen können jetzt hier von den DL2-Clubs. Und dann haben wir gesagt, okay, wir halten an der Regel fest, dass man drei Spieler haben muss mit einer Förderlizenz, aber es muss nicht zwangsläufig ein DL2-Club sein, sondern es kann auch ein Oberliga-Club sein. Und haben aber zuvor gesagt, wir schlagen der DL2 vor, dass es drei Spieler sein müssen in die DL2, aber ohne 1-zu-1-Beziehung. Sprich beispielsweise, dass wir sagen, wir schicken den Tom Schmitz nach Krimmitschau, Lukas Kosiol war damals noch bei uns, den schickt man nach Kassel mit einer Förderlizenz und auch ein Kevin Ohrendorf ist noch förderlizenzfähig, den schickt man nach Bad Naumann beispielsweise. So, und das hätte dann einfach, sei jetzt mal, mehr Flexibilität gegeben und man hätte Spieler besser fördern können, weil hinter einer Förderlizenz steht ja auch der Fördergedanke und es gibt eben DL2-Clubs, die bei dieser Förderung mitmachen wollen und es gibt welche, die da eigentlich kein großes Interesse haben und dann sind schon mal die Clubs, die einen Club erwischen, der eigentlich kein großes Interesse hat, schon mal auf dem Abstellgleis. Das war dann aber in der DL2 nicht mehrheitsfähig und dann haben wir eben gesagt, okay, wenn das nicht mehrheitsfähig ist, dann kommt eben der zweite Punkt zutage, dass wir sagen, gut, dann muss man eben nicht mehr mit einem DL2-Club kooperieren. Und das ist jetzt das Ergebnis, weil die DL2 bei unserem Vorschlag nicht mitgespielt hat, dass wir nächstes Jahr keinen Kooperationspartner in der DL2 haben werden, sondern mit Herne unseren Kooperationspartner. Und dafür werden wir drei Spieler lizenzieren. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass wir für Patrick Klein einen Kooperationspartner in der DL2 finden, aber das ist keine Verpflichtung für uns, sondern nur eine Möglichkeit, dass der Patrick Spielpraxis bekommt, beziehungsweise er geht als Nummer 2 in die Saison und je nachdem, wie sich das entwickelt, muss auch er wieder Spiele bekommen. Und letztes Jahr in Kassel hat er, glaube ich, 8 bis 10 Spiele gemacht.
Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, die wir auch für nächstes Jahr in Betracht ziehen. Aber es wäre dann kein Muss, sondern weil wir das so wollen. Okay, das heißt, die DEL schreibt nicht vor, dass man eine 1-zu-1-Beziehung haben muss, sondern korrekt hintertürlich über diese Torhütergeschichte. Oder? Genau, wir brauchen 3 Spieler mit der Förderlizenz, aber es steht uns frei, ob wir die zu einem DL2-Club schicken oder in die Oberliga. Und wir haben uns in dem Moment für die Oberliga entschieden, weil eigentlich nur 3 Partner von uns hier von Interesse waren. Das waren die hessischen Clubs, einfach aufgrund der Distanz, Kassel, Frankfurt, Bad Nauheim, weil wir es eben gern sehen, wie es auch jahrelang zwischen Krefeld und Duisburg praktiziert worden ist, dass Spieler beispielsweise morgens in der Krefeld trainieren und abends dann beim Kooperationspartner. Und ich sage jetzt mal schon mal, diese 2,5 Stunden Richtung Bad Nauheim oder 2 Stunden Richtung Frankfurt wäre schon ein langer Weg. Aber über 6 Stunden nach Weißweiser, da braucht man sich groß unterhalten, weil dann funktioniert die Nummer einfach nicht. Und deswegen waren nur die 3 Partner interessant. Die hatten allerdings alle funktionierende Kooperationen, beziehungsweise die Haie haben sich dann von Dresden abgewendet und für Frankfurt entschieden. Die Struktur in der DEL2 ist ja sowieso, ist ja viel zu wenig Clubs im Westen überhaupt generell da. Da müssen sich aber was ändern. Sollen wir in Duisburg einmal drücken, die Däumchen drücken, dass es dieses Jahr klappt? Das hoffe ich jedenfalls ganz stark. Wäre schön, weil die zwei in der direkten Umgebung hätten, weil dann macht er vielleicht wieder Sinn als Kooperationspartner. Wobei dann wird sich Düsseldorf und Köln wahrscheinlich auch noch mit anstellen wollen. Aber grundsätzlich ist es doch mal eigentlich viel interessanter, wenn man vielleicht eine Förderlizenz an einem Spieler verteilt. Beispielsweise kommt einer aus Weißwasser oder einer aus Grimmitschau und man sagt, hey, du bist dann zwar bei uns unter Vertrag, aber entwickel dich doch mal da weiter, wo du wohnst. Macht das echt viel eher Sinn? Das ist so der Gedanke, den wir hatten, oder beziehungsweise ist ja auch ein Grund, warum wir den Lukas Kosio jetzt komplett ein Jahr nach Kassel abgeben, weil wir gesagt haben, er braucht dieses eine DL2-Jahr und da wir jetzt eben die Problematik haben, dass Kassel eigentlich mit Mannheim kooperiert, konnten wir ihm keine Förderlizenz geben, somit haben wir dann mit Kassel eben vereinbart, dass die den Vertrag von Lukas übernehmen, dass er komplett das eine Jahr spielt. Da hat man ähnlicher Gedanke oder ähnliche Gespräche gab es auch mit Mike Schmitz. Haben wir dann aber nicht final zu Ende geführt, weil Mike sich anders entschieden hat. Beim Tom ist es so, er ist eben 2 Jahre jünger als der Mike, beziehungsweise ein jünger als der Lukas, hat letztes Jahr eben größtenteils DNL gespielt oder eben noch sehr viele DNL-Spiele gemacht, kam in Duisburg natürlich auch in der Oberliga viel zum Einsatz, aber für ihn ist es natürlich jetzt dann, natürlich soll er sich zeigen in der DL. Und wenn er nächstes Jahr 30 DL-Spiele macht, freuen wir uns alle für den Tom. Aber grundsätzlich ist eben jetzt erstmal so der Gedanke, dass er jetzt erstmal ein richtig gutes Oberliga-Jahr hinlegen soll und sich einfach dann ja für höhere Aufgaben empfiehlt. Wäre es davon seitens der deutschen Eishockey-Liga nicht sinnvoll zu sagen, dass die 4. Reihe aus Spielern alle unter 21 Jahre bestehen müsste und mindestens x Minuten an Eiszeit haben muss pro Spiel? Ich glaube, eine ähnliche Regelung gab es ja mal ich weiß nicht, wann die abgeschafft worden ist. Ich glaube, vor 6, 7 Jahren ist sie wieder abgeschafft worden. Da war zwar keine Spielminutenbegrenzung drin, aber man hatte die Regelung, ich glaube, in der Oberliga ist glaube ich nur 21 Regelungen. Ich weiß nicht, ob es in der DL damals nur 21 oder eine U23 Regelung war, aber es war klar mit dieser U23 Regelung, dass die 4. Reihe U23 Spieler sind. So, und man hat die damals abgeschafft, weil man der Meinung war, dass diese jungen Spieler dann zu teuer werden, weil ja jeder Club darauf angewiesen ist. So, jetzt haben wir uns auch da, haben uns im Dezember auf der sportlichen Leitersitzung unterhalten und haben dann gedacht, ne, Mensch, eigentlich wäre es doch gar nicht so blöd, die Regel wieder einzuführen, weil es eventuell auch eine Möglichkeit ist, um dieses Auseinanderklaffen zwischen den Top-Clubs und den kleinen Clubs ein bisschen zu unterbinden. Weil es ist ein Unterschied, ob die Kölner Haie in der 4. Reihe mit U23 Spielern spielen oder mit 4 gestandenen Profis. Das macht uns natürlich dann auch entsprechend schwerer, weil wir haben junge Spieler. Ich will auch mit jungen Spielern spielen in der 4. Reihe. Aber es ist für eine 4. Reihe sicherlich einfacher, wenn sie eben nicht gegen Spieler spielen, die bei den kleinen Clubs teilweise dann halt in der 2. Reihe spielen würden. Das ist auf jeden Fall was, worüber wir uns unterhalten haben. Mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Letztmalige Gelegenheit, bevor ich... Ja, dann wir haben ja eben das Thema, dass die Gehälter immer weiter auseinandergehen. Was ja auch sicherlich für die großen Clubs teilweise schwierig ist, weil da kostet die ja auch verdammt viel Geld. Gibt es da nicht Überlegungen, vielleicht so eine Art Salary Cap auch in der DEL mal einzuführen? Ich meine, es bringt ja auch den Vorteil, dass einfach der sportliche Reiz viel größer ist. In der NHL kann im Prinzip vor der Saison fast jedes Team Meister werden. Das ist in der DEL jetzt vielleicht nicht gerade der Fall.
Also auch darüber haben wir uns auf dieser besagten sportlichen Leitersitzung unterhalten, weil auch die Gesellschafter eben von den sportlichen Leitern Vorschläge haben wollten, wie man sich begrenzen könnte, damit das eben nicht eskaliert. Gibt es aber jetzt wiederum mehrere Punkte, die es dann auch zu beachten gilt. In den USA und Kanada gibt es eben irgendwo ein bisschen andere Gesetze. Das Ganze muss dann irgendwie arbeitsrechtlich und kartellrechtlich vereinbar sein. Da muss man schauen, was für Regelungen man sich dann da auferlegt. Und letztlich haben wir aber eigentlich so drüber gelacht und haben gesagt, okay, das ist ganz einfach. Wahrscheinlich sind sich jetzt hier 8 von 14 Clubs einig. Klar, führen wir ein, weil wir sowieso noch nicht mal annähernd an diese Grenze rankommen können. Und die 4 bis 6 Clubs, die dann halt drüber gehen, die werden sicherlich nicht zustimmen, weil sie sich dann eben die Möglichkeit nehmen, dann eben nachzulegen. Ich glaube nicht, dass die Kölner Haie Christian Ehrhoff auf dem Schirm hatten vor der Saison. Ich glaube, dass das einfach dann mal eine spontane Entscheidung war, das Budget für die Mannschaft zu erhöhen. Und bei einem Salary Cap wäre das wahrscheinlich dann nicht mehr möglich gewesen. Dann muss man auch sagen, das wissen die wenigsten, bei einem Salary Cap gibt es auch eine Untergrenze. Das war dann, was die 6 Großen dann gesagt haben, na gut, dann müssen wir auch die Untergrenze einführen. Und dann waren die anderen 8 Clubs relativ schnell von dem Gedanken des Salary Caps wieder weg. Ach, das ist lieber. Doch jemand? Ach ja, du wolltest nochmal. Ja. Eine Frage kurz. Bevor man die ersten Namen von Spielern überhaupt im Kopf hat, bevor man mit denen spricht, irgendwie muss man ja an die Namen reifen. Entweder kennt man die persönlich oder arbeitet der Verein oder der Club mit irgendwelchen Spielermittelvermittlern zusammen, die Namen vorschlagen. Oder wie läuft das eigentlich? Ich kann mir das nicht vorstellen. Okay. Also es gibt natürlich viele Spielervermittler, die natürlich ihre Spieler anbieten. Also wenn ich mir jetzt unsere Mannschaft anschaue, dann ist sie wahrscheinlich zur Hälfte aus Spielern zusammengestellt, die Spielervermittler vorgeschlagen haben. Und die andere Hälfte, das sind Spieler, die wir einfach gefunden haben, mit dem Spieler gesprochen haben. Und nachdem es dann einige gute Gespräche gab, hat er dann gesagt, ja, jetzt müssen wir dann aber doch auch mal meinen Spielervermittler mit einbinden. So, das kommt immer irgendwo drauf an. Wahrscheinlich gibt es auch Clubs, die haben nur Spieler, die sie über Spielervermittler bekommen. Vielleicht gibt es Clubs, die da noch eine bessere Arbeit leisten als wir und eben die Spieler noch eher finden. Das ist auch eben das, was ich vorhin angesprochen habe, dass wir eben darauf achten werden, dass wir noch früher dran sind an den Spielern. Aber eigentlich, also auch so meine Erfahrung, wir haben uns eigentlich Spieler immer ausgesucht. Wir haben uns eben frühzeitig gescoutet, einfach so den Markt beobachtet, viele Spiele gesehen, über einfach eine langen Zeitraum, es geht dann irgendwo sogar mehrere Jahre. Ich hätte behauptet vor 3 Jahren von jetzt meiner Person, dass ich in Deutschland jeden Nachwuchsspieler kenne, der zumindest Oberliga-Qualität habe ich auch mal irgendwo am Spielen sehen. So, durch die Arbeit dann in der DL2 hat man sich dann den Fokus etwas verändert, jetzt auch in der DL. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr bei jedem DL-Spieler so im Bilde. Aber so läuft das irgendwo ab. Also wir schauen schon ganz genau, das und das sind Spieler. Und wenn man dann Spiele sich angeschaut hat, ob das jetzt live war, durch eben Scouting-Trips oder durch Videoaufnahmen, dann schaut man sich, okay, mit wem spielt er da zusammen? Wer ist eine vertrauenswürdige Person? Von wem kann ich mehr Infos kriegen? Dann schaut man sich den Kader an, okay, den und den kenne ich. Oder da kenne ich keinen, aber der hat vorher da gespielt, da kenne ich den Spieler. Und dann fängt man halt an zu basteln. Und dann ruft man den Spieler an und der gibt dann ein paar Infos und dann... Aber ihr arbeitet nicht mit 2, 3 Spielern und Vermittlern enger zusammen oder sowas? Nee, also wenn wir jetzt von jetzt einem Spielervermittler mehr Spieler in der Mannschaft haben, dann ist das Zufall. Also mir ist völlig wurscht, bei welchem Spielervermittler jetzt ein Spieler ist. Also gleichwohl muss ich zugeben, wir haben dies ja eine Tendenz zu einem Spielervermittler, aber das ist Zufall. Ja, Zufall ist okay. Genau. Eine Frage zur DEL insgesamt. Wir haben ja ein Riesenproblem, wir werden ja mittlerweile von Daten und auch von Synchronschwimmen übertroffen, was die Zeiten der Werbung und der Einschaltquoten oder was auch immer anbelangt. Da krankt es ja extrem dran. Ich meine, das ist ja mit ein Dilemma, warum unser Sport nicht diese Sponsoren findet, die wir eigentlich verdient haben. Also das ist richtig, das ist ein Punkt, den wir eigentlich schon seit 6, 7, 8 Jahren diskutieren. Und es wird auch mal das Beispiel genannt, Dart und Synchronspringen oder Synchronschwimmen oder was weiß ich. Aber Dart ist immer dabei. Ich glaube aber trotzdem, wir haben eigentlich jetzt schon durch die Telekom eigentlich schon große Schritte in die richtige Richtung gemacht, dass eben Spiele gezeigt werden. Und wir haben zumindest einmal am Wochenende hier auf Sport 1 hier dieses Spiel. Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass es da mehr Spiele geben wird jetzt im Free-TV. Als ich groß geworden bin und selbst noch gespielt habe, sprich in den 80ern,
und Anfang der 90er, da war, also ich komme aus Ravensburg, so, und da war dann auf Bayern 3, war aber jedes Wochenende waren da Spiele zu sehen, und auch auf Südwest 3 hat man das gezeigt, und vermutlich kamen dann auch Spiele hier aus NRW dann eben hier auf WDR. Sehr gerne. Ja. Im Fernsehen vertreten. Genau. Ja, das ist warum das dann abgerissen ist, das weiß ich nicht. Aber es hat eigentlich schon so in den, so Mitte der 90er begonnen, würde ich sagen. Dann war man einfach mal verschwunden aus diesen dritten Sendern. Ja. Dann kam die Premiere-Zeit. Vielleicht war auch das der Grund, dass eben Premiere das dann komplett übernommen hat und die keine Fernsehrechte mehr hatten, das weiß ich nicht. Aber ich denke einfach, jetzt hier durch Telekom haben wir auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung, was das betrifft. Aber dann lassen Sie mich eine Frage zusätzlich noch mit reinpacken. Wir haben mit verschiedenen Zeitungsformaten haben wir eine ganz gute Berichterstattung. Die Rheinische Post, die berichtet ganz ordentlich, auch unser schöner Sonntag und wie auch immer heißt. Wenn der Niederrhein scheint ein Thema zu haben, es wird kaum berichtet. Ich höre ständig was über Vereine, die spielen so Fußball und so etwas. Ich kann es nicht verstehen. Früher gab es Sendungen, ja, heute gesponsert von Sparkasse, weil da war dann ein Reporter vor Ort. Aber ich glaube, diese Kooperationen, die sind Gold wert, die waren einfach auch zum Teil regional, aber auch überregional. Was machen wir da? Also es ist, mir fehlt natürlich jetzt so ein bisschen dass der Hintergrund ist, weil ich jetzt noch nicht so lange in Krefeld bin. Wir haben uns über das Thema auf jeden Fall unterhalten auf der Geschäftsstelle. Da war der Herr Krippner mehr im Thema drin. Es gab auf jeden Fall Gespräche und ich gehe davon aus, dass das zukünftig besser werden wird. Aber es ist auf jeden Fall auch wieder ein wichtiger Punkt. Auch da war man früher sich nicht mehr vertreten. Ich kenne es beispielsweise auch noch aus Duisburg, da gab es immer Live-Berichterstattung. Und das war auch noch nicht nur jetzt in den 80ern der Fall, sondern das war auch noch 2005, 2006 so. Und irgendwann ist auch mal eingeschlafen. Woran das liegt, das weiß ich jetzt. Da habe ich mich jetzt nie so richtig befasst. Aber ich weiß, dass der Krippe sich damit befasst hat und ich werde ihn darauf ansprechen und fragen, was da der aktuelle Stand ist. Das könnte vielleicht der Fernsehclub auch machen. Wenn die Fans anrufen bei der Welle Niederrhein, dann erfahren sie nicht, warum das so ist, weil angeblich nicht genügend Leute da Interesse an dem Sport haben. Wir machen es regelmäßig. Ich rufe da eher regelmäßig. Wir haben ja die Initiative, die Faninitiative der 7. Mai, ja. Da ging es ja auch um eine Berichterstattung. Ich habe mir die Finger wund gewählt, E-Mails geschrieben, dass die eine Berichterstattung bringen. Eishockey scheint bei denen im Haus nicht das Thema zu sein. Aber 32 melden, aber hinter 2-3 stehen vielleicht 1000. Vielleicht sollten wir mal unsere 8000 Fans mobilisieren, dass sie im Abstand von ein paar Minuten mal anrufen. Ja. Wäre durchaus mal eine Maßnahme. Aber um auf die TV-Verträge zurückzukommen. Nehmen wir mal die Schweiz. Da fließen 35 Millionen Schweizer Franken an die erste bzw. zweite Schweizer Liga. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Die Telekom und Sport 1 zusammen zahlen, glaube ich, etwa 4 Millionen insgesamt in der Größenordnung für das DEL-Engagement. DEL 2 findet ja dann auch wieder nicht statt. Das ist ja ein Spray-TV, die das dann ja auch privat machen. Übrigens auch einen sehr guten Job machen in dem Bereich. Und da hapert es. Weil auch in der Schweiz ist es ja, die heißt jetzt nicht mehr NLA, NLB, die haben sich jetzt wieder umbenannt in Erste Liga und was weiß ich nicht was. Aber da ist es ja auch so, da gibt es, wenn der Verein absteigt, dann ist eine ganz andere Struktur auch von den Geldern da. Jetzt lassen wir mal das Mäzenatentum mal komplett außen vor, weil das ist ja in der Schweiz ja noch extremer als hier in Deutschland im Eishockey. Das ist ja fast vergleichbar mit Fußball. Aber wenn man das mal nimmt, dann hat man ja auch eine ganz andere Basis an Finanzierung. Und dieser Punkt, der muss auch irgendwo stattfinden. Also das heißt, dieser Vertrag von der Telekom müsste normalerweise drastisch erhöht werden, damit das überhaupt sich trägt. Und dann muss auch die erste und zweite Liga komplett vertreten sein und nicht nur eine Liga. Das wäre sicherlich in Zukunft wünschenswert. Und auch da haben die Schweizer einfach ja, natürlich einen riesen Vorteil. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Zeigt aber auch, dass in der Schweiz Eishockey einfach einen viel höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Deswegen ist dann eben, das spiegelt sich eben auch in diesen Summen wieder. Was die DL2 hat eben selbst zu einer Lösung gegriffen und hat gesagt, okay, wir bieten jetzt diese Plattform eben auf Spray TV an. Was sehr gut läuft, wenn man eben sieht, dass das eigentlich wirklich größtenteils Amateure sind. Also jetzt nicht jemand, der jetzt hier, also auch die Kommentatoren, das sind jetzt nicht Radiokommentatoren, sondern also teilweise wirklich halt einfach Fans, die das machen. Und das haben wir schon auf ein richtig gutes Niveau gebracht. Und ich bin einfach schon mal froh, dass die Telekom sich engagiert.
Und die Telekom hat auch auf der letzten Gesellschafterversammlung hat sie auch ziemlich deutlich gesagt, dass die Zahlen jetzt im ersten Jahr, dass die überraschend gut sind. Damit hätten sie so jetzt nicht unbedingt gerechnet mit den Einschaltquoten. Und ich glaube, dass, dass da sicherlich, wenn sich das so weiterentwickelt, dass da dann sich das dann auch finanziell positiv für die Clubs auswirken wird. Ulrich, du hast noch einmal. Einfach aufgrund der häufigen guten Fernsehübertragung, nicht einen Trumpf in der Hand, um einen neuen Trikotsponsor zu bekommen. Also nochmal, wenn es hier angekommen ist, hat man aufgrund der super Eishockey-Übertragung bei Telekom und Sport 1 nicht den Trumpf in der Hand als Verein, einen anderen Trikotsponsor zu bekommen. Also grundsätzlich sind wir erstmal sehr zufrieden mit unserem Trikotsponsor und dankbar, dass der uns unterstützt. Es ist eben halt alles noch am Anfang und die Einschaltquoten müssen eben noch, müssen einfach weiter nach oben. Ich denke, es hängt eben sehr viel davon ab, wenn wir einfach zeigen können, okay, die Einschaltquoten pro Spiel sind so und so hoch, dann ist das hier ein Faustpfand, was man dann auch in der Vertragsbesprechung dementsprechend einbringen kann. Da, auch da gibt es einfach, es geht halt irgendwo ja, um einen Stellenwert und der ist in Deutschland im Eishockey eben nicht so hoch, wie das in Schweden der Fall ist, in Finnland oder in der Schweiz oder auch in der Tschechischen Republik. Wen haben wir denn dieses Jahr als Trikotsponsor genommen? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, davor das Jahr? Bei den Heimtrikots sind die Stadtwerke vorn drauf als dem Hauptsponsor. Auf der Schulter? Nee, hier vorne auf der Brust. Schulz ist auf der Schulter, Pech ist dabei. Schulz Holding ist hier auf dem Ärmel. Dann haben wir hinten drauf vier Sponsoren, IGN ist hinten drauf. Und auf den Auswärtstrikots ist der Hauptsponsor statt in Stadtwerken vorne Lecker. Also die gleiche wie vor Jahren. Es hat sich, was die Sponsoren auf dem Trikot betrifft, hat sich im letzten Saison nur minimal was verändert. Okay. Also komplett alles Stadtwerke. EGN ist Stadtwerk, Lecker ist Stadtwerk, SGK ist Stadtwerk. Das haben Sie jetzt gesagt. Kann man lesen. Nein, würde ich jetzt natürlich nicht widersprechen. Klar. Es zeigt aber auch, dass die Stadt hinter Krefelder Eishockey steht. Ganz klar. Am Ende der Saison waren doch einige Spieler angeschlagen, beziehungsweise hatten irgendwie längerfristig verletzt. Ich glaube, einer der Norweger hat, glaube ich, auch zuletzt pausiert. Sind denn alle Spieler zum jetzigen Zeitpunkt, auch die jetzt noch unterwegs sind, eigentlich jetzt von Anfang an voll einsatzfähig oder muss da noch regeneriert werden? Also Stand heute sind bis auf einer krank und einer der Sie haben es glaube ich auch genau. Zum Schluss krank oder so. Ja, also Stand heute sind bis auf einen Spieler eigentlich alle 100% einsatzbereit. Und beim Tommy Christiansen ist es so gewesen, der hat während der Saison nicht ein Spiel verpasst, wie die Jahre zuvor auch. Und hat sich dann in den letzten Spielen der Weltmeisterschaftsvorbereitung hat er sich dann eine Adduktorenzerrung zugezogen. Dann wollten die norwegischen Teamärzte ihn entsprechend fit spritzen. Was dann hätte funktionieren können, um zu spielen, aber ihm war das Risiko zu groß, dass er an der Weltmeisterschaft teilnimmt, die Verletzung sich verschlimmert und er eventuell dann hier den Saisonstart verpasst. So, das war eine schwere Entscheidung für Tommy, es war eine vernünftige Entscheidung und sicherlich eine Entscheidung zugunsten der Krefeld Pinguine. Ist er diese eine Person, die noch voll einsatzfähig ist? Nein, das ist ein anderer Spieler. Andere, die jetzt nicht genannt werden soll. Den möchte ich jetzt nicht nennen, genau. Wie heißt der Spieler, der aus Olten kommt jetzt? Justin Faeser. Das ist ein Amerikaner. Das ist ein Kanadier. Und der kommt aus der zweiten Liga Schweiz. Genau. Aus der Kleinstadt. Richtig, es ist aber, es gibt in der Liga sehr viele interessante Spieler. Also ist beispielsweise der Jakob Berglund, der jetzt für Ingolstadt spielt, der stand bei uns auch ganz weit oben auf der Wunschliste. Aber ist dann nach Ingolstadt gewechselt. Also die NLB ist schon, das ist schon eine richtig gute Liga. Nur die Nachfrage, ist das eine langfristige Geschichte, wo er ausfällt? Oder? Ich habe jetzt ja nicht gesagt, dass er ausfällt. Ich habe gesagt, er ist nicht 100% fit. Also okay. Man kann ja sagen. Da hinten links. Okay. Holger. Ah ja, okay. Warte, Sekündchen, bevor die Overtime gleich hin zu Ende geht. Okay, du hast ja vorhin schon gesagt, dass halt am Anfang ziemlich viele Heimspiele sind. In Köln hat man gesehen, oder ich habe Kollegen, die kommen aus Köln, die haben gesagt, die haben
Januar oder so, das ist das letzte Heimspiel und dann spielen die nur noch auswärts. Wie kommen denn solche komischen Sachen zustande? Also in Köln ist es die Halle, das wissen wir, aber bei uns ja eher nicht. Und wie kann das sein, dass wir jetzt im Oktober so viele Heimspiele haben und dann auch so viele interessante? Das bringt natürlich das Risiko, dass sich alle im Oktober knubbeln und danach die Halle dann oder davor vielleicht leerer ist. Vielleicht hat sich die DL einfach gedacht, sie geben uns viele Heimspiele am Anfang, wenn wir einen guten Start hinlegen. Spaß beiseite. Also sind die Multifunktionshallen. Und das betrifft uns genauso. Die Kölner Hallen natürlich ganz extrem, weil die eben viel mehr Veranstaltungen haben als wir. Deswegen müssen wir öfters mal unter der Woche spielen. Also ich glaube, wir haben sogar beide Spiele in Köln unter der Woche, die eigentlich am Freitag oder am Sonntag gewesen wären und die Hallen mussten dann auf den Donnerstag verlegen oder sogar auf den Mittwoch, weil eben zu dem Zeitpunkt die Halle belegt war. Das hat die Hallen natürlich schon getroffen. Aber es ist nicht die DL, es sind die Multifunktionshallen. Der Grund, warum wir am Anfang diese Masse an Heimspielen haben, ist, ich habe den Spielplan jetzt nicht bei mir, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, wir haben in den ersten 5 Wochen oder in den ersten 6 Wochen ist der Königpalast an 2 Wochenenden komplett belegt. Das heißt also nicht nur eine Veranstaltung am Freitag, sodass wir am Sonntag eben spielen müssten, sondern wir können komplett kein Eishockey spielen an dem Wochenende. Und entsprechend haben wir dann 2 Auswärtsspiele und dann am anderen Wochenende eben 2 Heimspiele. Dann hat die DL das jetzt eben so hingelegt, dass wir eben von den ersten 6 Spielen 5 zu Hause haben. Okay, aber habt ihr auch keinen Einfluss auf die Gegner? Weil ich meine im Oktober Köln, Düsseldorf, Iserlohn, Berlin. Nee, da gibt es ja einen Schlüssel dazu, der wird einfach festgelegt und dann werden die Mannschaften halt dann dementsprechend eingetragen. Was wir beantragt haben, dass wir eben die 4 Heimspiele gegen Köln und Düsseldorf, dass wir die nicht im gleichen Monat haben, sondern dass die sich eben auf unterschiedliche Monate verteilen. Und das hatte ich heute Mittag bei der Pressekonferenz schon gesagt, das hat die DL grundsätzlich eingehalten. Aber natürlich habe ich mir es anders vorgestellt, als ein Heimspiel gegen Düsseldorf am 28. November und ein Heimspiel gegen Köln am 1. Dezember. Aber es sind unterschiedliche Monate. Also, da muss man schon so festhalten. Aber es sind in der Tat, also es sind wirklich das Problem, das sind die Multifunktionsarenen und jetzt nicht die DL. Die Haie haben ihr letztes Heimspiel im Januar. Bei uns ist es dann, glaube ich, der 2. oder der 4. Februar. Nach der Olympiapause sind es nur noch 3 Spiele, aber die 3 Spiele spielen wir auch auswärts. Also unser letztes Heimspiel vor den Playoffs ist Anfang März. Wir haben, glaube ich, im Februar oder Ende Januar, Februar haben wir nochmal 3 Heimspiele vor der Olympiapause und schließen dann eben mit 3 Auswärtsspielen ab. Aber es ist teilweise eben wirklich dann die Multifunktionshalle, das ist bei uns genauso. Das Gleiche ist auch, haben sich wahrscheinlich viele gewundert, warum spielen wir am 31. Dezember? Highlight-Spiel. So, es kann natürlich vielleicht sich auch positiv auswirken, weil es ein Sonntag ist, es muss niemand arbeiten. Die Leute sagen, Mensch, ich gehe zum Vorfeiern schon mal zum Eishockey, vielleicht kriegen wir die Halle ja auch voll, ich weiß es nicht. Aber der Hintergrund ist auch da. Letztes Jahr am 26. Dezember ein Heimspiel gegen München, glaube ich. Und das Heimrecht am 26. Dezember wechseljährlich. Also haben wir dieses Jahr keins, erst nächstes Jahr. Somit hätten wir Anrecht auf den 28. Dezember gehabt. Aber am 28. und 29. war eine Veranstaltung im Königpalast geplant. Somit kriegen wir den 30. Dezember. Dann würde diese Veranstaltung im Königpalast, musste aber verschoben worden, vom 28.29 auf 29.30. Und dementsprechend rutscht dann unser Spiel vom 30. auf den 31. Die Alternative wäre gewesen, ein weiteres Heimspiel unter der Woche auszutragen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, komm, dann versuchen wir das für den 31. Glücklicherweise ist Iserlohn der Gegner, weil die sind dann auch pünktlich zum Silvesterfeiern wieder zu Hause. Wenn es Augsburg oder München gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob die Verlegung auf den 31. so einfach gewesen wäre. Mit was für einem Schnitt kalkulieren die Pinguine eigentlich in der kommenden Saison? Also Wir sind davon überzeugt, dass wir zumindest die gleiche Zuschaueranzahl haben werden wie in der letzten Saison. Und hoffen, dass es hoffentlich deutlich mehr werden. Aber Max Tom, das liegt ja dann auch mit, hängt damit an euch. Ne? Was könnt ihr beitragen, damit es voll wird in der Halle? Kann man einfach nur die ganze Mannschaft so beitragen. Man muss einfach gutes Hockey spielen und man muss den Leuten halt einen Grund geben, die Spiele sich anzuschauen zu holen. Ganz einfach. Okay. Ulrich, abschließend, eine Frage noch. Silvester hat sich erledigt, ich frage aber die Frage.
Frage, kann der Verein eigentlich selbstständig noch Spiele verlegen oder ist das seit Telekom-Zeiten nicht mehr möglich? Also das ist grundsätzlich möglich. Die Telekom macht natürlich Vorgaben, beispielsweise haben wir jetzt festgelegt, dass wir Dienstag und Mittwoch, dass es eben zweimal Übertragung gibt, sprich nicht 7 Spiele am Dienstag stattfinden, sondern es müssen 3 Spiele am Dienstag und 4 am Mittwoch oder andersrum stattfinden. Und beispielsweise auch am Sonntag will man eben 3 Termine haben, sprich es gibt 3 14 Uhr Spiele, 3 16.30 Uhr Spiele und ein 19 Uhr Spiel. So, aber ich sage jetzt mal, es muss halt immer irgendwo einen Grund geben für jetzt eine Verlegung. Wir wollen natürlich alle Freitag, Sonntag spielen, wissen, dass wir auch Spiele unter der Woche haben. Gerade jetzt aufgrund der langen Olympiapause, wo eben 3 Wochenenden, sprich 6 Spieltage, unter der Woche ausgetragen werden. Aber also grundsätzlich, wenn es der Gegner zustimmt, können wir natürlich ein Spiel von Sonntag auf Dienstag verlegen. Das heißt, wenn ihr euch mit Köln einig werdet auf einen bestimmten Tag, weil die Halle gerade frei wird, kann das auch machen? Das funktioniert grundsätzlich, klar. Okay. Es ist natürlich, die Haie werden natürlich nur der Verlegung zustimmen, wenn wir eben wirklich auch belegen können, dass wir eben mit diesem Spiel hier nicht austragen können, weil eben eine andere Veranstaltung ist. Und genauso würden ja auch wir nur zustimmen, wenn einfach ein entsprechender Grund da ist, was halt dann jetzt hier in der Haltsituation liegt. Ja, okay, Telekom muss ja mit ihren Gerätschaften hinterherkommen. Aber da sehe ich jetzt weniger so das Problem ist bei der Telekom. Ich glaube, dass der Telekom sogar eher hilft, wenn wir jetzt jeden Tag spielen würden, wenn wir uns jeden Tag Eishockey zeigen. Also sprich, wenn wir jetzt die Spieltage wirklich komplett verteilen würden. Okay. Allererste Möglichkeit. Ich glaube, die Frauenrunde ist dann hiermit offiziell beendet. Dann können wir jetzt nochmal vielen Dank sagen an Tom Schmitz, Max Faber, der Geschäftsführer der KPP United hier in der Zukunft. Matthias Groß, vielen Dank fürs Kommen. War ein sehr spannender Talk, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im November wieder.